Ja, das Geile ist ja, dass Micha, also ich höre Micha gerade gar nicht, weil ich seine Line runtergezogen habe. Damit wir ihn jetzt nicht schon quatschen hören. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt zuhört gerade. Also ein paar Minütchen haben wir noch, dann geht's los. Wir sind ein bisschen früher reingegangen, weil Technik, ne? Weil wie immer, weil 19. Mal dann und dann bis gleich. Also merkt doch ganz klar bei Micha, ich hole Micha mal gerade mit dazu. Micha, dich hört man jetzt übrigens auch. Nö, Doch. mach mich wieder. So geht das nicht. Doch, doch, ich kann doch dein Gesicht noch kurz nochmal wegmachen, weil also ich schwitze hier in der Sonne, Mensch. Ja, das ist ja das. Ich habe die ganze Zeit, ich habe ja nichts gehört, nur gesehen. Und da dachte ich erst, oh, schön, aber auch selten. Was Also, heißt hier selten? ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. So. 15 Minuten haben wir noch, dann geht's los. Micha, darfst du noch mal kurz was sagen, bevor du wieder gehörlos bist du dann nicht, aber. Ich gehe mir noch was zum Essen und Trinken holen. Oh, aber hol mir ein Bier mit. Was? Bringst mir ein Bier mit. Ob ich keins? Ja, dann bis Gib gleich. nur Wasser.
Muss ich da gerade mal mich nochmal laut machen. Aber dann hören wir sowieso gar nicht. Aber vielleicht hört das gleich im Stream. Ich höre mich gerade doppelt. Ich muss mal gucken, warum ich das... Das ist doch bestimmt die Eva schuld. Ja, wir werden gleich sehen. So, ja. Meine eigene Schuld, so ist das Leben. So, bis gleich. So, das kann man überhaupt nicht aushalten. Deswegen gehen wir mal gerade rüber. Ich muss mal gucken. Suppi. Micha? Ja? Och, man hört dich ja sogar. Das ist ja Wahnsinn. So, kurz mal gucken, ob das hier passt. Bei mir passt das eigentlich so. Wenn der Micha auch mal kurz sagt, ob er da ist. Ich bin hier, wie immer. Ja, das habe ich tatsächlich auch gesehen. Wir werden sehen, wie die Verbindung heute steht. Erstmal hallo und ne, we'll be back. Von der Sommerpäuschen, obwohl ja noch in manchen Bundesländern noch Ferien sind, aber es wird immer weniger. Bayern sind, glaube ich, wie immer das allerletzte. Die haben noch 3 Wochen oder so. Das ist so, weiß ich nicht. Ja, so kann man das sehen, genau. Wir sind nämlich der Agrarstaat, ja. Wo die Kinder, ist wegen der Kinderarbeit, ist eigentlich ja, so, weil die Kinder am Feld helfen müssen. Drum hat Bayern am spätesten Ferien. Bei Martin sind auch Ferien. Also wir begrüßen gleich auch noch alle. Ich wollte noch mal kurz mit euch durchgehen für die Blinden unter uns. Was wollt ihr noch machen? Also erstens natürlich haben die meistens bei Facebook schon Facebook. Ich muss erstmal wieder reinkommen, Micha. Ich habe noch kein B hier stehen übrigens, bevor Eva gleich meckert. Oder ich weiß, ist Linda auch schon da? Na, Linda natürlich. Er hat noch kein B hier stehen, deswegen schiebe ich das darauf. Außerdem sehen wir natürlich, wo Micha... Ist das übrigens ein aktuelles Foto, wo du im Urlaub warst? Ja, jetzt. Da warst du? Da? Du? Da? Da? Ich war da in Urlaub, da hinten auf Malle. Und ja, genau, 2 Wochen habe ich mir die Sonne auf meine Platte scheinen lassen. Und ja, war gut, schön wenig los, wie ihr seht. Also so wie es halt in den Medien berichtet wird, dass alles rappelvoll ist, konnten wir es nicht bestätigen. War also wunderbar leer und hat schön gepasst. Ja, da habe ich schon einige andere Geschichten auch gehört mit manche Bildzeitung oder so, die dann Videos und Bilder von den letzten Jahren einfach posten und das ist überhaupt null dann der Wahrheit entsprechend, aber naja gut. Wir hoffen, dass das heute so funktioniert. Ich hoffe, man hört Micha, mich und Video sollte auch eigentlich ganz gut laufen. Wir haben ein bisschen Probleme gehabt heute, beziehungsweise ich. Im Hintergrund seht ihr wie immer mein iMac und die andere Monitorei, die da drüber hängt. Ja, jetzt muss ich alles mit meinem Pro machen, weil der glüht auch jetzt schon aus dem Grund, weil der iMac sagte sich heute so ein bisschen RAM-Probleme, Arbeitsspeicher. Ich war jetzt 6 Wochen nicht da und anscheinend hat er schon wieder alles vergessen. Ich habe noch keine Ahnung. Muss ich morgen mich drum kümmern? Sonst schicke ich die Kiste einfach Micha, dann kann der mal reingucken. Ne? Ich meine, der hat ja Zeit. Ja, genau. Ach, komm. Der Urlaub ist vorbei, jetzt geht's wieder los. Hilft nichts. Wieder volle Action. Ja, ich freue mich auch drauf, dass wir schon was zeigen können gleich. Übrigens, was die App anbetrifft, wir haben die Beta-Version jetzt. Wir schon. Und da gibt's tatsächlich auch eine schöne
Sache, die für uns sehr interessant sind, aber für manche User auch, weil da wird der Micha gleich was zu sagen, wenn er dann irgendwann so ist. Aber wir sind ja noch in allen Sachen noch nicht drin. Ne? Auch wir wollen ja gleich nochmal gucken, Corona-Update. Was hat sich in 6 Wochen getan? Ich weiß es nicht, ob du eine Seite offen hast. Ich habe eine Seite offen, wenn ich sie jetzt finde. Also wie gesagt, es ist momentan alles noch nicht so, so im Laufen, wie man das sonst immer meint. Bildschirm teilen. Aber wir kriegen das alles hin, auch wenn es manchmal etwas länger dauert. Wenn es mal länger dauert, ja. So, ich hoffe, ihr seht das jetzt ja, einigermaßen. Gut. Ja, ja. Gut, wunderbar. Also, ich hatte hier schon mal Deutschland ausgewählt, aber gucken wir uns einfach mal die Gesamtzahl an und wir sind immerhin schon mal bei 20 Millionen. Das ist ja schon mal eine ganz schön große Nummer, die wir sagen müssen. Wenn man davon ausgeht, wir haben 8 Milliarden Menschen auf der Welt, dann sind wir jetzt hier irgendwo bei 2 Promille oder sowas. Ja, gut, ist eine schöne Hausnummer. Was ich jetzt auch gehört habe in den letzten Tagen, eine der ersten infizierten Personen ist erneut infiziert worden. Also das ist schlecht. Aber daran sieht man, dass es mutiert. Ne? Es ist ja mutiert genau. Und das war von vornherein auch klar. Ich bin nicht gerade so unzufrieden. Irgendwie habe ich oben jetzt doch zu viel weggedreht. Kann ich euch auch mal gerne mal zeigen, wie das bei mir da oben rum aussieht. Nicht da unten rum. So weit sind wir noch nicht. So. Da ist er wieder, guck ihn dir an, der Strahlemann. Und alle, die die Tapete übrigens vermissen, keine Sorge, ich werde ihn auch noch überreden, dass wir dann irgendwann mal zu Weihnachten vielleicht ein Stück Tapete von ihm dann verlosen. Das wird da gut. Gibt's nichts mehr, da ist nichts übrig. Eva würde wird alles benötigt, um sie an die Flecken reinzuflicken, wo sie abgeht. Eva würde bestimmt mindestens einen Euro zahlen für so einen Zentimeter. Okay. Mega wird das. Ja, sind Tonmäßiger, Ton ist gut, Mensch, Ton ist gut, das ist ja mal ein, ich müsste jetzt, eigentlich muss ich ja jetzt, hier kann ich euch, so, mir selber mal hier auch, ne? Ja, ich muss aber dann immer einen rausschmeißen, weil ich ja normal noch das Handy mit dran habe, für die App zu zeigen, aber das übernimmt ja heute Meister Eder, ne? Also von daher ist das dann ein bisschen anders dann. Juhu! Ja. So, wollen wir mal gucken, holen wir ihn wieder dazu hier, dip. Hoffentlich klappt das so. Oder bin ich wieder da? Naja, nicht wirklich. Nicht wirklich, okay. Doch, ich bin da. Ich fühle mich sehr präsent. Ja, das war aber zu erwarten, dass wieder sowas passiert. Ne? Ja, das ist halt immer so, das mit der Technik. Aber ich schieb's ja sowieso Michael in die Schuhe, also von da ist das nicht so tragisch. Ja, genau, wir haben heute noch zumindest einer da. Was vorbereitet, und zwar Lars hat eine tolle Doku gemacht über Geheimdepot. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch schon mal gehört hat. Neuer Grusel Escape Room in Dorsten. Da haben wir auf jeden Fall gleich eine Reportage-Premiere, die ist noch nicht auf dem Kanal gelaufen. Und dann haben wir auf jeden Fall heute noch etwas, was viel im Radio läuft. Wir wundern uns, dass das Radio bei uns auch immer besser läuft. Und darauf haben wir angefangen, jetzt auch mal die Technik ABC vom Radio, was wir da immer, ich weiß gar nicht, ABCD oder so haben wir bis jetzt, Herr Micha, muss mal wieder Gas geben. Und da haben wir A ausgekoppelt und ein YouTube-Video draus gemacht. Und das YouTube-Video gucken wir uns jetzt an. Und danach kann der Micha ja mal einfach eine Frage stellen zu dem Ganzen. Ist natürlich wie Antrieb, da brauche ich nicht, oh, jetzt habe ich alles verraten. Spoiler. Nee, aber wir können ja mal gucken, ob Micha noch ein, zwei Fragen, mal gucken, wer aufgepasst hat. Wir haben ja auch noch was zu verlosen, ne? Da habe ich noch nichts zu gesagt. Wir haben einmal noch 2 Karten fürs Ford Fun. Juhu! Bombe im Park, kann ich nur immer wieder sagen. Dann haben wir noch ein Gewinnspiel gerade am Laufen, das sage ich euch gleich noch. Therme Erding. Da sogar mit VR, das heißt, da musst du dir nichts extra noch kaufen. Die haben ja jetzt mittlerweile eine Rutschbahn, da kann der Micha gleich auch was zu sagen. Romina von uns, die Kollegin, die war sogar vor Ort, da gibt es einen Tagesbericht auch. Die Eva kann ja mal im Forum raussuchen und da hier reinhacken. Wir gucken das jetzt mal an, der Micha sagt, dass er da ist. Ich bin da, ja. Das ist schön, das ist wunderschön. Das ist. Ich habe auch schon was vorbereitet, damit er für die App was zeigen kann. Mega. Dann sehen wir uns genau nach diesem ABC hier. FPC Technik. Heute A wie Antrieb. Herzlich willkommen zu unserer neuen Serie hier auf dem Radio Freizeitpark-Check. Und zwar geht es diesmal um die Technik von Achterbahnen und von Freizeitparks. Wir beginnen mit dem Buchstaben A,
A steht für A wie Antriebsarten bei uns. Auch wenn es für die wenigsten Achterbahnen einen richtigen Antrieb gibt, muss in jeden Achterbahnwagen entsprechend Energie gesteckt werden, um ihn zu beschleunigen. Achterbahnwagen sind übrigens kein Leichtgewicht. Ein vollbeladener Zug von der Blue Fire im Europapark bringt immerhin 10 Tonnen auf die Waage. Dieses Gewicht muss erstmal in Schwung gebracht werden. Die größte Anzahl der Achterbahnwagen hat keinen eigenen Antrieb, also keinen Motor, sondern die Wagen müssen somit am Anfang und manchmal auch noch während der Fahrt beschleunigt werden. Den Rest der Strecke muss der Wagen dann komplett ohne irgendeine Antriebsleistung durchlaufen können. Grundsätzlich unterscheidet man drei verschiedene Antriebsarten. Die erste Art ist der Lift Hill. Die klassische Art ist eine Kette, die zwischen den Schienen auf dem ersten Berg gespannt ist und dem sogenannten Lift Hill nach oben gezogen. Oben wird sie dann umgelenkt und wieder nach unten durch das Motorengebäude geführt und dann zur unteren Umlenkrolle, und so läuft die Kette in einem Dauerbetrieb ständig rundherum. Während ein Achterbahnzug dann zum Lift Hill rollt und sich in die Kette einhakt, wird den Berg nach oben gezogen. Oben am Berg wird die Kette dann nach unten weggeführt und somit der Wagen ausgehakt. Dieser rollt dann den Rest der Strecke ohne Antrieb weiter. Ein Kettenlift hat bauartbedingt keine Möglichkeit, auf dem Lift Hill eine Kurve zu machen, auch wenn es hier ein paar ganz wenige Ausnahmen gibt. Aber ihr müsst euch einfach mal vorstellen, wenn plötzlich 10 Tonnen auf einen Schlag an einer Kette zerren, die oben eine Rechtskurve macht, welche Kräfte dann auf diese Umlenkung wirken würden, sodass es eigentlich keinen Sinn macht, aus rein technischen Gründen wirklich eine Umlenkung einzubauen. Hier ist man dann auf andere Möglichkeiten angewiesen. Daher werdet ihr bei 99% aller Kettenlifte einen geraden Weg der Kette finden. Ein wunderbares Beispiel für einen Kettenlift ist die Silver Star im Europapark. Eine andere Variante des Lift Hills, der wird betrieben mit Reibrädern. Diese Räder, die zwischen den Schienen angebracht sind, schieben den Achterbahnzug durch Reibung nach oben. Bei dieser Art sind natürlich auch Kurven im Lift Hill möglich, da ja keine Kette umgelenkt werden muss. Zwei gegenüberliegende Reifen drehen sich und schieben das sogenannte Schwert, das ist eine Metallplatte, die unterhalb der Wagen angebracht ist, durch Reibung nach oben. Diese Art findet ihr meistens in kleineren Achterbahnen, weil ihr da natürlich auch entsprechend eine Verlustleistung von den Rädern habt. Die Reifen nutzen sich ab und erheblich stärker als natürlich eine Kette und können auch kein solches Gewicht nach oben schieben bzw. ziehen, wie es ein Kettenlift schaffen würde. Ein gutes Beispiel dafür wäre die Pegasus bei uns im Europapark. Eine besonders platzsparende Variante eines Lifthills ist der sogenannte Trommellift. Dabei wird die Schiene um eine sich drehende Trommel herum geführt und gleichzeitig nach oben. Es ist also so eine Spirale, die sich nach oben dreht. Innen drin dreht die Trommel sich und die Wagen hacken dann in senkrechte Metallplatten ein, die durch diese Bewegung der Trommel somit den Wagen nach oben geschoben wird. Diese Variante ist wirklich sehr platzsparend, weil sie auf einem sehr kleinen Raum auskommt. Es ist genau nur der Radius dieser Trommel erforderlich und hat allerdings den Nachteil, dass die Steigung dieser Spirale nicht sonderlich steil angelegt ist und somit eine Auffahrt doch relativ lange dauert im Vergleich zu anderen Achterbahnen. Solche Trommellifte könnt ihr zum Beispiel bei der Euromir oder der Eurosat finden. Die letzte Variante eines Lifthills ist der sogenannte Vertical Lift. Das ist jetzt eigentlich ein ganz normaler Lift, ein Aufzug, wie ihn aus einem jedem Hochhaus kennt, nur halt für eine Achterbahn ausgelegt. Ich hab mal wahrscheinlich wieder Störung. Meistens befinden sich zwei Wagenkörbe, also dann die Achterbahnzüge ein. Dann fährt der untere Wagenkorb nach oben und der obere gleichzeitig nach unten und entlässt somit die oberen Fahrgäste bzw. Achterbahnwagen in die Achterbahnstrecke. Sobald die diesen Wagenkorb verlassen haben, können die nächsten Wagen von unten nach oben gebracht werden und somit werden die einzelnen Wagen auf die Strecke geschickt. Das System funktioniert natürlich nur, wenn die Wagen so kurz sind, dass sie in diesen Aufzug reinpassen, und man kann keine Aufzüge bauen, die wirklich einen tonnenschweren Zug hier nach oben ziehen. Daher werdet ihr diese Variante nur bei relativ kleinen Achterbahnen oder zumindest kleinen Wagen sehen. Als Beispiel haben wir hier im Europapark den Matterhornblitz, der diese Variante des Lifthills benutzt.
So, das waren jetzt mal alle Varianten des Lift Hills, aber wir haben auch noch eine andere Geschichte, die nennt sich Launch Coaster. Der Launch Coaster hat eine gerade Beschleunigungsstrecke, auf die der Wagen entweder hydraulisch oder magnetisch beschleunigt wird. Und in seltenen Fällen werden auch Reibräder dazu eingesetzt, aber normalerweise wird es dann magnetisch oder eben hydraulisch betrieben. Der Achterbahn wird auf dieser Geraden auf eine Geschwindigkeit gebracht, sodass er den ersten Berg mit einem Schwung durchfährt und danach genügend Energie hat, den kompletten Rest der Strecke absolvieren zu können. Diese Variante hat somit keinen eigenen Lifthill, sondern startet wirklich vom Boden aus und hat natürlich einen ganz besonderen Kick und besonderen Effekt, weil man nicht schön gemütlich nach oben gezogen wird, sondern mit einem Abschuss sozusagen wie aus einer Gewehrkugel beschleunigt aus dem Stationsgebäude hinausfliegt. Es gibt noch eine dritte Variante, die nennt sich Powered Coaster. Das sind Achterbahnen, die tatsächlich einen eigenen Antrieb haben, also wirklich einen Motor, der in den Achterbahnwagen eingebaut ist. Dabei sind dann Stromschienen auf der Strecke verlegt und jeder Wagen hat einen eigenen Antrieb. Diese Varianten haben einen sehr großen Vorteil, und zwar ist die Form der Strecke komplett unabhängig. Sie kann beliebig angeordnet werden, da der Zug hier jederzeit beschleunigen oder bremsen kann, egal ob er jetzt nach oben fährt oder nach unten fährt. Hier sind also keine Höhenunterschiede zu beachten und meistens sind das doch relativ flache Achterbahnen, die aber doch auf eine ganz schöne Geschwindigkeit kommen können, weil man sie ja entsprechend mit den Elektromotoren beschleunigen oder bremsen kann. Die älteren Varianten waren im Einzugbetrieb ausgelegt, weil man einfach nur durch die Höhe der Spannung auf der Stromschiene dafür sorgen konnte, wie schnell der Wagen fährt. Das hat natürlich nur so funktioniert. Wer früher eine Modelleisenbahn hatte, weiß das. Wenn man zwei Züge auf der gleichen Strecke hat, fahren natürlich beide in derselben Geschwindigkeit. Das macht natürlich keinen Sinn, wenn ich den einen beschleunigen muss und den anderen nicht. Neuere Technologien wie der Arthur im Europapark zum Beispiel hat die Steuerungselektronik in jedem Wagen einzeln drin, sodass die Wagen auch unterschiedlich beschleunigen und bremsen können und somit auf der Strecke vollkommen autark sind und eine beliebigen Geschwindigkeit hier eben vorlegen können. Wie gesagt, im Europapark als Beispiel haben wir hier Arthur oder den Alpenexpress als älteres Modell, als eine der ersten Powered Coaster, die hier in Deutschland gefahren sind. Wie ihr seht, gibt es eine riesige Auswahl an unterschiedlichsten Antriebsarten bei einer Achterbahn. Ihr könnt natürlich die ganzen Thematiken bei uns auch im Forum nachlesen. Freizeitparkcheck.de, Forum Freizeitpark allgemein, und da gibt es dann Freizeitparkwissen. Ich hoffe, der Beitrag war jetzt ein bisschen interessant. Ihr habt etwas gelernt und hört wieder rein bei dem nächsten Technikbeitrag. Viel Spaß im Forum und bei uns im Radio auf radio.freizeitparkcheck.de. Was ist da? Was ist das? Micha ist auch wieder da, der müsste zumindest ja auch wieder zu hören sein. Ja, ich bin zu hören. FPC Technik. Ich hör mich selber. Heute A. So ist das. So und nicht anders. Jetzt müssen wir aber echt mal gucken. Wir haben leider im Moment von dir kein Bild. Entweder hat sich mein iPad gedacht, also ganz ehrlich, ja, ich mache ja viel mit. Aber das nicht. Naja, so wichtig bin ich ja nicht, oder? Wenn ich jetzt kein Bild habe. Naja, ist nicht so wichtiger, wenn ich mich jetzt die ganze Allerdings Zeit... Allerdings kann ich dann... Genau, kann ich die App nicht sharen. Doch, ja, weiß ich nicht. Share doch mal einfach was. Du siehst ja, was man sieht. Ich share mal, ob ich was geshared kriege. Share mal, ob du was geshared kriegst. Also ich sehe dich ja... Ich share. Ich bin ganz geshared. Warte mal. Und, siehst du was? Moment, ich mach den... Ich starte den nochmal. Momento. Da ist hier wieder, weil ihr merkt schon, hier läuft wieder... Wie Essigöl. So, probieren wir nochmal. Heute ist er hier, ne? Nee, der mag Skype nicht. Kann sein, dass wir auch mal deswegen mal auf ICQ oder so waren. Ich weiß es selber nicht. Ist auch nicht so tragisch. Die meisten, die App kennen die App, weil sie sie natürlich schon geladen haben. Wir haben fast glaube ich, gerade keiner im Chat, die nicht haben, oder? Ich muss immer gucken, weil wir sind ja auf Twitch, auf Facebook und YouTube. Deswegen muss ich ab und zu mal hin und her, um überhaupt auch klar zu kommen. Aber... Schauen wir mal. Micha hört mich aber noch, ne? Ich höre dich noch, ja. Das ist schön. Wunderbar, ich sehe dich auch. Also es ist jetzt... oder warte mal, Skype, nee, da sehe ich nur mich, da sehe ich dich ja natürlich nicht.
Aber ich sehe, dass ich mich bewege. Ist nicht so tragisch. Wir kriegen das schon auf die Kette. Ich gehe jetzt mal kurz sowieso in einen in eine Oberfläche von uns auf die Homepage. Und zwar jetzt. Und da wollte ich euch nämlich noch was zeigen. Und zwar haben wir da jetzt, wo ich eben das Gewinnspiel angesprochen habe, ist direkt oben auf rechten Seite direkt auch das Gewinnspiel. Wenn ihr da jetzt einfach auf Eintragen klickt, dann seid ihr direkt bei dem Gewinnspiel dabei. Hier sieht man die Teilnehmer, ne? Also einfach mal draufklicken, dann kriegt ihr auch die ganzen Infos, warum oder was auch VR. Ich habe ja eben erzählt, es ist wie gesagt eine Wasserrutsche. Es geht um Bulli, ne? Bulli Herbig. Bulli Herbig und dann ist es halt so, du hast VR-Brille an und dann geht die Rutsche runter. Ich habe den Tagesbericht gelesen, aber ich glaube, das muss man selber erstmal wirklich erlebt haben. Das ist bestimmt richtig cool. Also bin gespannt, wenn ich da mal hinkomme. Ich meine, Romina, die dort war, hatte ja so ein bisschen Bammel. Sie ist, glaube ich, vorher auch nie diese Rutsche gerutscht. Also sie gibt es ja schon länger. Ja. Mit bestimmten anderen Filmen, also jetzt nicht mit Bulli Herbig, sondern gab jetzt so ein Dschungelfilm und so ein Westernfilm, glaube ich. Aber jetzt haben sie halt komplett neu gemacht, eine tolle Thematisierung. Also der Eingang von der Rutsche ist komplett neu gestaltet. Das sieht auch klasse aus und man kann sich dann jetzt eben, ich glaube, drei Filme sind es, oder eigentlich ist es ein Film mit drei verschiedenen Charakteren. Also das ist der Winnie Touch und ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen, davon von Raumschiff Enterprise. Ja. Genau, mit denen machst du eine Fahrt auf dieser Wasserrutsche, und zwar ist es die Wasserrutsche, die ja da so nach oben geboostet wird. Okay. Und man sitzt in einem, also man meint, dass man in einem Wagen sitzt und eben eine Lorenbahn runterfährt. Also ist mit Sicherheit ganz interessant. Vor allem, wenn Wasser noch irgendwo, also als drittes Element dazu käme, wäre cool. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt im Film mit drin vorkommt. Dann müsste Romina mal was dazu sagen. Aber ich denke mal, sie wollte ja auch nicht alles verraten, was da jetzt so drin ist. Also irgendwelche Motion Sickness oder sonst was ist es da eigentlich nicht drin. Man sieht auch immer genau, wo die Strecke lang geht. Man muss also keine Angst haben, dass man sich plötzlich verkehrt dreht und dann rückwärts darunter rutscht oder sonst was. Ja. Also man kann das schon auch ganz schön planen. Also ist ein schönes Erlebnis. Ich weiß nicht, was sie jetzt verlangen dafür. Bisher waren es 2 Euro pro Fahrt. Sollte man einmal mindestens gemacht haben. Ja, vielleicht gibt es ja auch in manchen Angeboten sowieso mit drin, so ein Chip kostenlos oder was weiß ich. Die lassen sich bestimmt noch was einfallen. Also auf jeden Fall, für mich ist es halt weiter weg, ne? Wenn wir hier bei Bonn und dann, dich, wie weit ist die Therme von dir? Von mir ist sie, weiß ich nicht, 70 Kilometer, sowas. Ja, das ist natürlich zu mir, ich weiß es gar nicht, 600? Ich schätze mal 500, 600. So was wird das da sagen. Brauchst du nur die App öffnen und die zeigt dir das an. Ja, das ist aber jetzt unfair. Boah, das mache ich jetzt. Das ist aber richtig unfair. Warte, das ist ja kein Akt. Ich kann ja sogar in die Richtung gehen. Du kannst ja sogar danach sortieren. Genau. Ja, ist ja gut jetzt. Mann, ey, dann geh doch zu Netto. Therme, so. Was schätzt du denn, wie weit es von mir ist? Trommelwirbel, Trommelwirbel. Gut, also bei VR, dass einem schlecht wird, habe ich persönlich jetzt nicht. Also die Venja fragt danach, bei ihr wird es immer schlecht, wenn sie mit VR fährt. Also es hängt ja, diese Motion Sickness ist ja bekannt, hängt damit zusammen, dass dein Körper eine andere Bewegung macht, als du tatsächlich siehst. Mhm. Wenn du jetzt reines VR betrachtest, bist du ja stillstehend und hast die Brille auf und bewegst ja nur den Kopf links, rechts. Du hast ja keine Bewegung von deinem Körper, obwohl dir das im Bild so dargestellt wird. Ich weiß jetzt nicht, ob sie VR generell auf Achterbahnen meint oder VR generell, aber also ich hatte keine Probleme, dass mir irgendwie schlecht geworden wäre. Eva kann ja auch dazu den Link gerne mal in. Oder hast du nicht eben Erding? Hast du den eben Link nicht den hab ich schon geschickt. Achso, hast du schon reingeschickt, okay. Mhm. Ja, du bist ganz schön schnell. Und ich habe gesagt, zwischen 500 und 600 Kilometern wäre die Therme von mir entfernt und es sind genau 544. Gut.
Also bin ich sowas von genau von zwischen beiden Zahlen. Also es ist nicht mal kurz, mal so eben für nur sonntags dahin. Das ist logisch. Ich hoffe natürlich eher drauf, aber ich habe wieder länger nichts gehört, dass in Euskirchen dann endlich mal Erdingen bzw. Galaxy 2, ich weiß nicht, wie es dann, ne, soll ja eigentlich in Rutschenpark auch hinkommen. Das wäre auch passend, finde ich, weil es ist auf jeden Fall Anfang am Ruhrpott und da ein Einzugsgebiet ist, das ist schon einiges. Ja, und nachdem ja jetzt die Vererbungsthematiken geklärt sind, sollte da jetzt auch nichts mehr im Weg stehen. Also ja, viele wissen ja gar nicht, worum es geht. Du kannst da kurz mal erklären. Also es ist halt der, ne, Betreiber, Besitzer. Ja, der Senior, dem also die ganzen, oder der diese Thermen gebaut hat oder mit der Therme Erding angefangen hat, der ist ja dann durch einen Flugzeugunfall verstorben. Und da gab es dann diverse Probleme mit der Rangfolge, wer wann was erbt und wie. Und das hat sich eben, ich glaube, 4 oder 5 Jahre lang hingezogen, bis es jetzt eben klar war, in welche Hände jetzt welche Thermen gehen. Die Therme Erding und Bad Wörishofen waren da außen vor, weil die schon vorher außerhalb des Vermögens waren. Ja. Aber für die anderen Thermen gab es halt da das Problem, dass damit alles sozusagen auf Stillstand war. Das ist auch schon wieder 2 Jahre her rum, oder? 2 Jahre? Ja, sowas. Also der Unfall, der ist schon länger her. Also ich meine, ich würde sogar 5 Jahre sagen, 5, 6 Jahre. Und jetzt die Einigung sollte jetzt letztes Jahr gewesen sein, meine ich. Sollte man bei uns im Forum aber durchaus auch finden. Hat man einen Artikel mal damals. Okay. Ja, ich habe es hier nochmal probiert, aber hier kriege ich es hin. Also das Gewinnspiel habt ihr gesehen, wo es ist, ja? Hauptseite, rechte Seite, müsst ihr natürlich eingeloggt sein, sonst nichts Sinn, weil ich nichts Name habe, auch nichts dann automatisch losen kann. Es geht bis Dienstag, glaube ich, 20 Uhr. Dienstag, 20 Uhr. Die App, wer noch nicht runtergeladen hat, ist eh klar, dann heißt es natürlich Tiki-Taka runterladen. Und dann gehen wir gleich mal zum nächsten. Wie gesagt, wir haben noch 2 Karten hier. Der Micha, hast du nicht eben dir eine Frage überlegen sollen, noch bei dem Antriebssystem? Bei dem Antrieb. Wir können es ja mal so machen. Wir haben. Was hast du denn zu verlosen? Ein Gewinn? Ja, ein Gewinn. Okay, dann soll der Erste, der uns 3 Antriebsarten nennt, 3 verschiedene Antriebsarten von Achterbahnen. In die Kommentare. Im Chat, genau. Ja, dann bin ich jetzt mal gespannt. Jetzt musst du natürlich gucken hier bei Twitch, bei YouTube. Ja, habe ich auf und Face. Okay, ist vielleicht schlecht. Vielleicht warum? Müssen wir uns irgendwas anderes überlegen. Wieso? Oder sollen wir es so lassen? Ist doch schon, ich habe doch alles offen, alle Chats. Ich weiß doch, okay, wo das gut, gut. Also, wer als Erstes uns 3 verschiedene Antriebsarten einer Achterbahn sagt, den verlosen wir jetzt mal. Oder den ziehen wir als Gewinner. So ist es. Und man muss auch dazu sagen, ist natürlich jetzt noch ein klammes Programm. Man muss natürlich jetzt noch fahren oder ist halt Saison 2020, ne? Also auf YouTube haben wir schon jemanden. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt Twitch nicht offen. Twitch war noch nichts gerade und Facebook war seit ein paar Minuten kein Statement. Nein, da ist auch nichts. Okay, dann haben wir einen Gewinner. Wen haben wir denn dann? Ach nee, der hat doch sowieso schon alles gewonnen, was es auf dem Planeten von uns mal angeboten gab. Ja, läuft. Also es sind auf jeden Fall 2 Karten für Ford Fun. Tageskarten. 2020 Saison. Ich habe die Adresse, glaube ich, sowieso noch. Aber sonst schreiben wir uns wie immer im Forum eine Konversation. Und dementsprechend geht es für ihn dann nochmal ins Ford Fännchen. Aber Erdinge wäre mir jetzt ganz ehrlich lieber. Wasser und vielleicht so warmes Wasser, aber in einem Park war ich halt diese Saison noch gar nicht. Ich höre nur Positives, außer von 1, 2 Parks, die angeblich zu viele Leute reinlassen. Aber das wird schon ein anderer irgendwie geregelt haben, dass das so ist. Also ich habe irgendwie sowieso den Eindruck, dass diese Saison wesentlich mehr Besucher im Allgemeinen in den Parks sind als letzte Saison. Ich weiß nicht, ob es an unserer App liegt, aber momentan haben wir da jeden Tag jede Menge Besucher. Ja. Und wie du schon gesagt hast, Großbritannien, England etc., die überholen uns gerade ein bisschen, ne? Also was jetzt die Userzahlen im Park angeht. Ja, also den Thorpe Park, da ist täglich mindestens ein Besucher von unseren Usern drin. Das ist schon beeindruckend. Da kommt nicht einmal der Europa-Park mit. Richtig.
Obwohl wir auch, wir konnten nicht mehr mal alle anzeigen. Wir haben das Problem nie gehabt mit mehr wie 10 Parks. Waren aber Tage dabei, wo es mehrere, mehr als 10 waren tatsächlich. Ja. Also wir zeigen ja vorne in der Highlight-Seite immer nur die ersten 10 an. Also die 10 mit den meisten Besuchern, wenn es Gleibesucher sind, alphabetisch. Also die, die mit Z anfangen, die haben natürlich Pech, weil wenn mehrere mit einem Besucher sind und der mit Z ist ganz hinten. Aber auf iOS kann man natürlich auf die Parkansicht gehen, also die Liste der Parks, kann sortieren, wenn man einen Plus-Account hat und kann da nach Besucheranzahlen sortieren und da hast du dann natürlich alle drin. Das ist auch sehr gut. Und das weiß auch, die meisten gucken immer sehr oberflächlich die App und gucken gar nicht, was es noch so für Funktionen gibt und oder Vorteile. Mhm. Ich zeige mal gerade kurzes Video aus der App und dann hoch die Hände, geht's direkt weiter. Huhu. Kleiner Einblick. Ist ungewohnt, dass man nur mich sieht, ne? Es ist auch für euch gerade so zu ertragen. Ich merke das schon. Ich habe mir nie mal die Haare gemacht oder so, weil wir heute technisch mäßig ja, ne? Lass uns das hier abhaken. Ja! Micha noch da? Ich bin noch da, ja. Das ist wunderschön. Das ist mega wunderschön. Ich wollte ja eigentlich mal die neue Funktion eigentlich noch beschreiben, aber das lasse ich jetzt mal dich beschreiben. Ja, ist natürlich blöd, dass ich jetzt nichts zeigen kann. Oh, warte mal, ich habe das Kabel mal neu reingesteckt. Vielleicht, ich habe vielleicht das Gefühl, das ist sogar dieses verdammte, ich sag's jetzt nicht. Haben wir schon 10 Uhr? Nein, wir haben noch, ich sag jetzt nicht so Ausdrücke. Das gibt's nicht. Ich muss sowieso von meinem letzten Job noch die Niveau-Levels ein bisschen wieder nach oben ziehen. Achso, ich wollte ja nochmal hier das probieren, dann machen wir das kurz. Und dann heißt das hier, zeigt nur schwarzes Bild iPad. Also ich finde ihn auch, ich mag ihn auch nicht mehr gerade. Ich bin ihn. Ja gut. Du kannst ja später mal ein Video zeigen und dann können wir ja vielleicht die Verbindung nochmal neu aufbauen oder sowas. Was haben wir denn? Also die aktuellen Funktionen oder die was neu dazukommen sind, beziehen sich jetzt hauptsächlich auf Attraktionen. Wir haben ja Attraktionen drin und jede Attraktion hat automatisch die Möglichkeit, eine Wartezeit einzutragen. Nun gibt es aber viele Attraktionen, so Märchenwälder, Spielplätze, wo es eigentlich keinen Sinn macht, eine Wartezeit komplett zu haben. Sinnlos. Genau, und somit haben wir die Möglichkeit, jetzt hier Wartezeiten zu deaktivieren. Das heißt, es gibt Attraktionen, bei denen gar keine Wartezeit eben angezeigt wird, beziehungsweise auch gar nicht eingetragen werden kann. Des Weiteren haben wir die Möglichkeit, so Attraktionen für einen bestimmten Zeitpunkt oder Zeitraum zu schließen. Das heißt, wenn wir wissen, dass da eine Wartung ist von, was weiß ich, Januar bis Februar, dann kann man die Attraktion während der Zeit auf geschlossen stellen, wird dann auch in der App angezeigt, dass die Attraktion in Wartung ist bis zum so und so vielten. Dann sieht man das gleich und weiß, dass man da im Endeffekt nicht hingehen muss. Diese Funktionen können wir nur von der Administrationsseite her eintragen, können die User also nicht machen. Das ist momentan in Arbeit. Ja, es gibt mehrere Varianten. Also wir haben einmal die Wartung, wir haben im Bau, also wenn es jetzt neue Attraktionen sind. Es gibt da so ein paar Sachen, die man da einstellen kann. Und genau. Aber im Detailbereich nicht drauf eingehen, seht ihr dann, wenn entsprechend die Texte da auftauchen in den Attraktionen und dann seht ihr ja, was mit der Attraktion aktuell los ist. Aber, wie wir schon gesehen haben, manche Parks gehen gar nicht in eine Wintersaison beziehungsweise in eine Off-Time, sondern laden auch komplett auf.
ne? Phantasialand, Europapark, habe ich es heute gelesen. Die geben einfach Vollgas durch. Das heißt, wir haben weniger Attraktionen, die wir auf Wintersaison oder auf geschlossen setzen können. Die werden natürlich jetzt, also gut, Chiapas fährt ja sowieso im Winter, der kann, ne, die kann aber im Januar und Februar fahren. Aber Attraktionen, die eh natürlich geschlossen sind, wie auch in Efteling die ganzen Winterattraktionen, Piranha und so, da sieht man dann auch ganz klar, wenn die Saison wieder losgeht, 1.4. auch das Datum, bis wann auch immer geschlossen ist die Attraktion. Oder wegen Bau, wir haben auch dann, kann auch dahinter stehen, ist im Bau und dann, wenn wir schon ein Veröffnungsdatum wissen, Veröffnungsdatum, warte mal, den muss ich mir merken, Veröffnungsdatum. Micha, das ist nicht schlecht gewesen. Veröffnungsdatum, richtig gut. Wenn aber Krass wieder geöffnet ist, die Schiedattraktion, dann kann Krass abgehen. Dann hast du viertes offen und dann kannst du gucken. Ganz genau, einfach. Und im Chat, in YouTube sieht man auch, dass manche Leute gerne ein Coaching für die App haben würden. Also nachdem unsere App ja wirklich so viele verschiedene Funktionen hat, ist es schon nicht einfach, alle Funktionen zu sehen, zu erkennen. Wir machen das auch leider privat alles. Das heißt, viele denken auch, ja, bei jeden anderen Apps gibt es irgendwie ein Erklärvideo am Anfang. Wir haben ein paar Erklärvideos gemacht tatsächlich. Die können wir auch mal verlinken. Aber so jetzt aufwendig, dass man dann noch durch... Das wäre zu viel. Wir haben halt nicht nur drei Funktionen und fertig. Das ist... Man muss eigentlich, wenn man selber ein bisschen sich das Ganze reinziehen will, entdeckt man immer eine neue Funktion oder was auch den Community-Bereich. Manche fragen mich nach 3-4 Monaten jetzt nach einem Link für Booking.com zum Beispiel, dass wir davon ein bisschen was von haben. Da gibt es in der App den Punkt Community. Da gibt es alle Links, Links auch zu den Communities, ob Facebook oder Instagram, Twitter. Wir sind ja, selbst bei meiner Mama sind wir. ja, ich weiß gar nicht. Oh, ich muss lieb sein, die guckt vielleicht zu. Das weiß man ja nicht. Ja, ich habe mal den Link von unserem FPC Leo reingepackt. Der hat ja mal, ich glaube, so 9 Videos gemacht um den Dreh. Ja. Wo mal ein paar Funktionen sind, die man sich einfach mal angucken kann, wie das funktioniert. Ist zwar jetzt noch eine etwas ältere App von den Darstellungen her. Das heißt, die Farbe ist noch nicht die neueste Farbe. Aber vom Prinzip her passt es. Und ich wollte ja auch noch was, wenn wir schon dabei sind, gerade hier, guck mal, hier guckst du. Und zwar mal hier gerade noch was. Also Fantreffen kommen wir gleich noch zu, aber es ist fast keinem aufgefallen, weil wir das, da waren wir nicht mehr live. Das Legoland ist eingezogen. Hier sehen wir ja alle Parks, die wir komplett gelistet haben, mit allem, was dazugehört, Bewertungen und. Und da ist das Legoland komplett dazugekommen, also Legoländer, nicht hier nur in Deutschland, sondern dementsprechend, alle Legoländer. Das, wenn du da draufklickst, ist man auch dementsprechend direkt im Legoland-Bereich. Auch eigenes Hintergrundbild, wie ihr sehen könnt. Da haben wir ja für jeden Park auch extra immer ein Bild. Ja, und dann kann man sich da durchlesen, was immer. Wir haben da, wie gesagt, Themen um Themen um Themen. Mittlerweile übrigens, habe ich die Tage übrigens gesehen, Mike hat es soeben nochmal in der Dings gesagt, in der Gruppe. 7 User noch in der App, dann sind wir bei 19.000. Ja, dann haben wir die 19.000er-Marke geknackt. Ich kann ja das ging jetzt schnell von 18.000 auf 19.000. Ja. Das war richtig flott. 2 Wochen. Ich habe ja gesagt, 20 auf jeden Fall noch die Saison. Sonst bin ich ganz schön traurig. Aber ganz schön traurig. So, gehen wir nochmal kurz zurück zum Fantreffen. Die meisten haben es gehört, dass wir leider nicht machen können. Es ist, wie es ist. Wir können. Bayern hat halt die schärfsten Corona-Bedingungen für Feiern und etc. und wir hätten kein Buffet abends machen können, die ERT wäre ausgefallen und dann ist das für uns nach viel Diskussion dann in die Hose gefallen. Aber in die Hose gefallen. Ja, dem Michael ist es in die Hose gefallen. Juhu! Läuft. Nein. Aber wir haben schon direkt den nächsten Termin dafür. 19. Juni 21 wird's und das Schöne ist, die gebucht haben, die können natürlich trotzdem stornieren und geringes Geld zurück oder der erste malt, kommt zuerst oder wie heißt es, ne? Weil die, ich wundere mich selber, wir haben den Termin abgesagt und einen neuen Termin vergeben und haben am selben Tag 9 Buchungen bekommen. Also der Bus wird natürlich dementsprechend bei so viel Zeit, die wir noch haben, sehr schnell voll sein. Kollegen übrigens, Freizeitpark Freaks, die sind sogar mit 5 Personen dabei. Ich glaube, das ganze Team ist mit voll dabei. Also die es noch nicht kennen, auf jeden Fall mal hier durchlesen. Hier sind auch die ganzen Bilder, was wir alles inkludiert haben. Wie gesagt, ERT auch mit Voltrom, der ja jetzt eröffnet wurde, aber offiziell eröffnet, glaube ich, erst nächstes Jahr wird, richtig, mit Rambazamba.
Und Freischütz, ne, einmal durchkneten lassen von Freischütz. Alles nachdem der Park dann geschlossen hat. Und das wird schon mega wird das, mega. So, jo. Micha. Genau, so ist es. So, muss mal gerade immer wieder lesen, was so sonst noch war. Amazon, ja, müsst ihr schön bestellen. Das ist cool für uns, über den Link ist immer gut. Ich guck mal gerade im Dings nach, Erding hatten wir, das Gewinnspiel wird dann dementsprechend, das hatten wir, die Karten sind auch raus, das ist ja wunderschön. Jetzt kommen wir gleich zu einer Horrorsache, also wenn ihr zu jung seid, ich weiß nicht, ob wir, also der Anfang ist schon ein bisschen, ich finde, geht so. Ne? Ich habe euch ja eben von erzählt, dass es neue Escape Room gibt in Dorsten und da waren wir zur Eröffnung, wurden wir eingeladen und durften dann exklusiv auch nochmal schön mit Interview und gib ihm und so. Babam, bam, bam, bam. Gibt's auch noch nicht auf dem Kanal, deswegen zeigen wir euch das jetzt mal. Ist sehr interessant auf jeden Fall und der Lars war übrigens da. Und ziehen wir uns das mal rein. Auf geht's. Moin Moin, wir sind heute am Eröffnungstag im Geheimdepot in Dorsten. Das ist ein Escape Room und was euch hier erwartet, erzählen wir in unserem Check. Bald habe ich schon gehört, gibt es noch ein zweites. Ja, worum geht es denn hier eigentlich? Genau, tatsächlich befinden wir uns gerade im Geheimdepot. Das Geheimdepot wurde 1889 gegründet von dem Besitzer dieser Zechenanlage, dem Fürst Leopold Nikolas. Und dieser hat tatsächlich Räume vermietet, und zwar an Ärzte oder Organisationen, unter anderem an Professor Dr. Beisinger, der hier eine Nervenheilanstalt eingerichtet hat mit dem Schwerpunkt Neurochirurgie und versucht, das ewige Leben zu erforschen. Leider wurde ihm vom medizinischen Rat die Genehmigung entzogen, an Patienten zu arbeiten, hat dann seine eigene Tochter genommen, um dann auch nach dem Tod seiner eigenen Tochter seine eigene Frau zu nehmen. Und das ist so der erste Raum, relativ gruselig. Es gibt eine Version ab 14, aber auch eine Version ab 16, also sowohl als auch für jüngere Generationen spielbar. Ab 14 dann auch ohne Schockeffekte, ab 16 dann mit Schockeffekten, allerdings auch nur seichten und nichts, was zu dramatisch sein sollte. Ab dem 1.10. eröffnen wir dann noch den Raum Atomarer Ausbruch. Da wird es auch einen Kunstfilm zu geben, der das Ganze quasi einleitet. Das heißt, man befindet sich in einem atomaren Desaster. Und da ist es so, dass wir den Raum oben mit 200 Quadratmetern ausgestattet haben. Und zwar in einer Art eines Gefängnisses, in das man kommt und aus dem halt quasi ausbrechen muss. Clou an der ganzen Geschichte ist, dass sich dort keine Kameras befinden. Das heißt, der Spielleiter hat da in dem Moment gar keine Möglichkeit, mit Kameras zu überwachen, sondern er ist einfach direkt am Geschehen beteiligt als Schauspieler und begleitet die Gruppe als Wächter bzw. Wärter in dem Zeltpark. Und wie ich gehört habe, ist das sogar das größte Escape Room in NRW? Genau, richtig. Wir haben mit 200 Quadratmetern dann den ersten größten Escape Room in NRW.
Der größte, der mir sonst bekannt ist, sind 130 Quadratmeter in Gelsenkirchen. Ja, das ist schon Wahnsinn. Das ist schon, hat schon was, ja. Ich denke mal, die meisten kennen zwar Escape Rooms, aber wie ist das, was kann man sich darunter vorstellen, wenn man das, das Wort jetzt zum ersten Mal hört? Ja, tatsächlich ist es so, dass gerade mal 1-2% der deutschen Bevölkerung Escape Rooms überhaupt kennen. Also es ist uns noch gar nicht so verbreitet. Und ein Escape Room ist ganz einfach gehalten, ein Raum, in dem Rätsel sind und aus dem man rauskommen muss. Das heißt, man wird für eine gewisse Zeit, bei uns sind es 75 Minuten oder auch 60 Minuten, eingesperrt, je nach Abenteuer. Und dann muss man dort Rätsel lösen, um dieser Mission zu beenden oder das ganze Spiel halt quasi dem Ende nahe zu bringen. Ja. Ja, cool. Danke schön, dass wir hier sein durften. Ja, gerne. Das hat uns sehr gut gefallen. Gerne. Schön, das freut mich. Wir kommen gerne wieder, wenn das am 1.10. das neue Escape Room fällt. Absolut, das seid ihr sehr gerne eingeladen. Danke. Perfekt. Ja, wir haben es jetzt rausgeschafft aus dem Escape Room und ich muss sagen, es war schon mega cool. Also die Atmosphäre ist richtig geil. Das ist richtig düster und sehr dichte Atmosphäre. Und am Anfang, wenn man so reinkommt, ist es auch schon ein bisschen drückend. Man ist so leicht verängstigt. Also für alle Gruselfreunde unter euch ist das genau das Richtige, das Escape Room. Die Rätsel sind nicht zu leicht und auch nicht zu schwer. So viel kann man sagen. Also man kann es gut schaffen. Man hat auch ein bisschen mehr Zeit als 60 Minuten. Insgesamt sind es 75 Minuten hier in dem Escape Room. Und da warten euch einige Elemente und unter anderem wurde uns auch gesagt, dass Emotion auch einen kleinen Beitrag dazu geleistet hat. Man sieht auch insgesamt eine Pre-Show gibt es am Anfang, wo dann die Story, die ja eben Niklas euch schon erzählt hat, an die Spieler mit rangebracht wird. Ja, und dann geht's auch los. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, weil ihr sollt natürlich alle hier vorbeikommen und es euch mal anschauen. Und ich bin da wirklich gespannt, wie das dann mit dem kommenden Escape Room wird am 1.10., weil das ja so ein riesiges ist und uns wurde auch schon ein bisschen verraten, wir konnten mal kurz reingucken, dass da nochmal ganz neue Elemente ausprobiert werden, dass es nicht so ein typischer Escape Room ist, wie man das vielleicht kennt. Ja, und deswegen auf jeden Fall coole Location, weil es ist eine alte Zeche, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Und deswegen könnt ihr mal hier in dem Geheimdepot in Dorsten vorbeikommen und euch auch mal in die Hände von dem Doktor begeben. Ja, checkt auf jeden Fall noch unseren Bericht im Forum aus, da gehen wir noch vielleicht ein bisschen detaillierter in ein paar Sachen rein. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, lasst einen Daumen da, schreibt was in die drunter Kommis und erzählt es euren Freunden, abonniert natürlich. Ciao. Ich muss da immer so lachen. Also erstens sieht man dich wieder, ne? Ich habe es hingekriegt und man hört dich auch. Aber okay. Immer mal ganz ehrlich, ich musste mich so. Hast du das jetzt gerade mitgekriegt? Lars sagt dann am Ende und ja, und schreibt gerne was unten in die Comments und erzählt es euren Freunden. Ey, geil. Morgen am Schulhof, ey, Alter, hast du ein krasse Video gestern von Freizeitpark Check gesehen? Ey, boah. Voll weggeflext, Alter. Aber voll eine wichtige Information fehlt. Und zwar schaltet die Glocke ein, weil nur dann werdet ihr informiert, wenn wir zum Beispiel wieder live gehen oder ja, aber heute wenn ein wir neues auch, Video von uns da ist. Heute wäre es scheißegal gewesen, es wäre so, sag mal, sieht das mit dem Licht aus, als hätte ich einen Bart? Mhm. Ich bin Papa Schlumpf eigentlich. So, wo war ich? YouTube hat mal wieder gemeint, alles zu verändern. Das heißt, normalerweise Streaming Software an und dann kriegt YouTube Signale und dann kann man sagen, jetzt Vollgas. YouTube hat aber jetzt gemeint, sobald was von der Streaming-Software kommt, alles klar, gehen wir live. Obwohl wir nur in einem Test waren heute Mittag. Also deswegen haben wahrscheinlich auch einige noch E-Mails gekriegt von irgendeinem Stream, der überhaupt nicht online war. Ja, so ist das Leben, ne? Ja. So ist das Leben. Eva, die hat wahrscheinlich schon mehr gesoffen als ich. Was? Was hast du gesagt? Das heißt, ich könnte aber jetzt direkt wieder was teilen, oder? Ja, stimmt. Jetzt kannst du Gas geben. Aber hast du mich jetzt noch verstanden oder nicht? Nee, ich habe dich nicht verstanden. Du hast mich mit irgendjemand anders unterhalten. Nicht mit mir. Ja. So, ich weiß nicht, sieht man es? Ja, man sieht es. Imaginäre genau. Freunde. Und hier zum Beispiel, hier oben. Ja, jetzt kannst du Gas geben. Jetzt diese Wartung bis zum bestimmten Termin. Ich habe es jetzt einfach nur mal in meinem Test
in meinem Testpark eingetragen oder dass es hier eben keine Warteschlangen gibt, ja, kann man hier ganz klar sehen. Das sind also die neuen Sachen, die jetzt dann hier kommen. Ja, die üblichen Sachen kennt ihr ja. Inzwischen, ich glaube, so an die 30 oder 40 Parks in Amerika. Natürlich auch in Asien machen wir weiter und tragen die diversen Parks ein. Hauptsächlich natürlich in Europa. Also du hast echt Streifen im Bild. Ich glaube, das ist echt das Kabel, was ich gleich einfach mal zerstören darf. Okay. Also als hättest du noch so ein Commodore 64. So. Also das ist nicht unser neues Design. Nee. Obwohl ich da zum Weihnachten auch vielleicht mal was anderes hätte gern. Aber wir müssen mal schauen. Es ist wieder viele, viele Ideen und das muss auch alles irgendwie umgesetzt werden. Also es ist immer ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich mich auch eben über den Euro gefreut, der eben geflossen ist. Haha, Katsching, Katsching, Katsching. Habt ihr vielleicht gesehen? Das wusste ich bis zum letzten Mal auch nicht, dass man sogar hier spenden kann im Chat. Aber ich bin ja nicht genau, ganz für die perfekt. iOS-Fans wollte ich jetzt nochmal gucken und zeigen. Ja. Wir haben hier natürlich unseren Filter in den Parks. Nicht nur in den Parks, gibt es auch noch woanders. Aber man kann jetzt hier zum Beispiel sortieren und da sage ich einfach, ich möchte die Parks haben, die nach Entfernung sortiert sind und zwar aufsteigend. Und dann habe ich alle Parks, die in der Reihenfolge, wie sie von mir entfernt sind. Oder, ja gut, jetzt haben wir natürlich nicht so viel Besucher absteigend. Gut, Holiday Parks sind noch 4 Leute drin. Das ist aber auch das Einzige dann. Die anderen sind momentan auf 0. Genau, das kriegt man, wenn man diese Plus-Mitgliedschaft hat. Und die kann man sich hier mit Freizeitpark Plus kaufen oder auch über das Forum und erhält dann entsprechend eine bestimmte Zeit lang, je nachdem, welchen Bereich man auswählt und man muss spendet sozusagen. Muss dazu sagen. Noch, muss man fairerweise sagen, ein paar Tage noch, haben wir noch den Code aktiv für diese, ich glaube, 3 Monate kostenlos. Danach fällt man automatisch wieder in die normale zurück und hat nicht ein Abo an der Backe oder so, das machen wir nicht. Ist nicht, will ich nicht, auch wenn das manche immer wieder sagen. Wäre aber nein, ich hasse Abo-Modelle und ich werde auch niemals in meinem Leben mit dem System hier ein Abo-Modell einführen. Das ist einfach für mich, jeder vergisst diesen Krack und dann hast du wieder da irgendwas an der Backe. Also läuft danach aus, aber den Code muss man schon selber ein bisschen suchen. Steht aber in einigen Themen auch drin im Forum. Gut, und dann gibt es, was wir jetzt geändert haben, ist noch die Community. Ihr habt da alle unsere Seiten, wo wir draufkommen. Facebook-Seite, Instagram, Twitter, YouTube. Hier habt ihr auch dann die Möglichkeit, über Amazon zu bestellen und uns zu unterstützen. Und das Wichtigste? Das heißt, wir kriegen eine kleine Prämie und ihr zahlt genau das Gleiche wie sonst auch. Oder Booking.com, hier habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr direkt ein Hotel suchen wollt, geht da drüber. Oder wenn ihr das natürlich über einen Park macht, halt gehen wir nochmal schnell in einen Park rein, und zwar den Holiday Park, wenn wir schon haben, dann haben sie unten die Möglichkeit Übernachtungsmöglichkeiten oder Hotels und werde automatisch in Booking.com geleitet, kann mir da ein Hotel aussuchen, das dort in der Nähe ist. Und darüber buchen, sind die ganz normalen Preise, wie sie auch über Normalbooking.com sind, aber auch hier kriegen wir entsprechend eine kleine Prämie. Also wenn ihr nicht viel ist, da was buchen wollt, wäre super, wenn ihr diese Möglichkeiten benutzt und uns damit sozusagen unterstützt. Warte, jetzt will ich aber noch kurz das Radio auch einmal sehen, das haben wir noch nicht so lange bei Android. Das Radio. Hallo! Okay. Das Android, also das Radio gibt es ja auf der Plattform bei uns direkt auf freizeitparkcheck.de oder über Laut FM oder über Alexa. Du kannst auch sagen, Alexa, spiel Freizeitparkcheck. Und da geht ab die Luzi. Und mittlerweile ist es nicht nur iOS, sondern wir haben es auch in die App in Android bekommen, was ja nicht so einfach für Micha war. Aber er kann es ja mal zeigen. Im Moment, ja genau. Ja, genau. Also über mehr kommt ja dann FPC Radio. Ist jetzt natürlich die iOS-Variante. In Android geht es ähnlich. Ja. Geht dann auf FPC Radio, habt die Möglichkeit hier dann oben die Musik zu starten. Ich weiß gar nicht, ob man das dann jetzt hört, wahrscheinlich nicht. Eigentlich. Weil das ja. Ach, ich höre nichts. Also ich höre hier nichts, entweder wird das übertragen, ich weiß es nicht. Nee, aber jedenfalls wird dann das abgespielt. Und das Programm darunter sieht man. Direkt,
Genau, darunter ist das Programm. Dann seht ihr, was denn als nächstes kommt, was aktuell läuft. Und ihr hättet auch die Möglichkeit, in Laut.fm direkt reinzugehen und den Sender darüber zu starten. Was haben wir denn als Programm so alles drin? Alles. Ja. Hauptsächlich Freizeitpark, Musik, alles, was mit Freizeitparks zu tun hat. Natürlich die Technik-ABCs, genau, History. Kannst du da sehen. History. Dann Best of Filmmusik, dann ganz viele Reportagen, Thermerdingen und Phantasialand, einiges dabei. Also immer wieder dazwischen Reportagen. Dann hier König der Löwen, sehe ich gerade eine Stunde, das Musical, das Hörspiel-Musical. Dann Planet Coaster zum Beispiel, unten seht ihr auch gerade, Planet Coaster ist komplett die ganze Musik in dieser Stunde komprimiert, die ihr so aus dem Spiel kennt, diese im Ohr bleibende und nie wieder rausgehende Musik von Planet Coaster. Sehr schöne Musik, sehr schöne Musik. Ja, und dann dazwischen natürlich immer in den Leerzeilen, Leerpausen, Soundtracks gebündelt, 500, 600 Tracks aus allen Parks, von allen Parks, die euch auch einfallen. Es gibt da, also wer Parkmusik im Park hat, in der Regel, die haben wir auch mit da laufen. Und natürlich, wenn es GEMA-konform ist. Ne? Man darf ja heute nicht mehr alles spielen, sonst kriegst du direkt wieder auf den Finger gehauen und ich könnte 2 Cent weniger verdienen. Ja, Chat übrigens, ist mittlerweile mega, im Chat ist ja immer was los, also kommt auch gerne da mal jederzeit in den Chat kommen und da ein bisschen diskutieren oder wenn ihr eine Frage habt, wo ihr als nächstes hinfahrt oder wo ihr hinfahren sollt oder wo ihr nicht hinfahren sollt, ich meine, gibt ja Meinungen wie Sand am Meer und sonst haben wir ja auch mittlerweile über 40.000 Bewertungen in der App, was jetzt Parks angeht, richtig? Micha? Hm? Ich hatte bloß gerade hier den Chat gelesen, sorry. Ja, ja. Du warst so schön am Reden. Männer können natürlich auch nicht so ganz 2 Sachen auf einmal. Dass du mal kurz du kannst ja mal ein paar Zahlen noch raushauen. Bewertungen 40.000, glaube ich, waren es. Naja, so auswendig weiß ich sie jetzt auch nicht mehr alle. Also wir sind jetzt knapp bei 400 Parks, knapp bei 8.000 Attraktionen, die wir in dem System haben. Ich glaube, es waren an die 40.000 Bewertungen von Usern für die einzelnen Parks und Attraktionen. Oh, ich müsste mir jetzt die Zahlen noch mal genau raussuchen. Noch 5 übrigens. Noch 5, dann sind wir bei 19.000 Usern. Okay. Also Leute, wer die App noch nicht hat und wer noch nicht angemeldet ist, reingehen, anmelden. Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt 2 Wochen knapp gebraucht für 1.000. Ja, ist schon ganz schön. Und die 20.000, denke ich mal, die schaffen wir auch noch. Die werden wir locker schaffen, weil wir haben ja da die Parks ja, normal haben wir direkt nach Parksaisonsende so nur noch so 5 bis 10 am Tag neue, ne, Saison ist vorbei. Aber da jetzt wir nicht das Problem haben, wenn Halloween geschlagen hat, haben wir nicht mehr das Problem, dass wir eigentlich alle Parks schließen, außer Efteling, Toverland, Phantasialand, Europa-Park, Disneyland. Das war's. Der Rest ist eigentlich in der Regel zu, aber jetzt haben wir einige mehr, die dazukommen, die weiter auflassen. Und ich glaube, das wird auch nochmal richtig interessant. Auch hier Geiselwind, Freizeitland Geiselwind lässt auch viel länger auf. Und das ist doch dann auch mehr Konkurrenz natürlich für die Parks, die normalerweise immer auf hatten im Winter. Ich bin mal gespannt, wie sich da auch dann die Besucherströme in den Ferien, die normal dann Europa-Park randvoll machen würden, die dürfen wir jetzt sowieso gerade nicht, ne? Also fiktiv genommen. Das wird schon bemerkbar sein, glaube ich. Ja, denke ich durchaus. Ne? Ob ich jetzt extra in Europa packen muss oder ich habe die Wahl irgendwie, das ist dann, und es ist näher, was im Moment geschmeidig ist. Wir versuchen natürlich, die Öffnungszeiten aktuell zu halten. Man möge uns verzeihen, wenn es momentan nicht ganz so klappt. Nee, außerdem muss man dazu sagen, fand ich, dass die Tage wieder... habe ich einen Stern haben wir kassiert, wegen, weil einer gesagt hat, ja, keine Wartezeiten. Das ist 1% von den Funktionen, die App kann und da auf sowas zu bewerten, naja gut, da gibt es normal direkt den Arsch versohlt, aber direkt, ich, man sieht meine Hände heute gar nicht, eigentlich habe ich gar keine Hände. Das Bild ist aber heute auch komisch eingestellt, ich hatte auch keinen Nerv mehr, das war heute echt komplett bekloppt. So, wie war denn dein Urlaub jetzt im Gesamten? Gut? Corona-Zeit, weil so, hättest du storniert, wenn du können hättest? Sagen wir mal so, wenn ich noch nicht gebucht hätte, weiß ich nicht, ob ich gebucht hätte. Okay, aber im Nachhinein, jetzt sagst du dir, es war gut.
Ja, also wie gesagt, das war jetzt vom Corona-Thema eigentlich überhaupt keine großen Probleme. Gut, ich meine, die Maske tragen, wenn du einkaufen gehst, ja. In Deutschland auch. Wie hier auch. Genau, am Strand und an der Promenade war es sowieso frei, also da musst du es nicht. Im Pool brauchst du es auch nicht. Gut, Buffet war jetzt halt hinter einer Glasscheibe. Du musstest dem Koch halt zeigen, was du haben möchtest und dann halt, halt schreien, wenn er zu viel drauf getan hat. Aber ich meine, das passiert mir ja nicht. Aber und genau, also ansonsten eigentlich wunderbar. Tja, das ist wunderschön. Das ist wunderschön und vor allem 2 Wochen. Viele können sich das ja, haben vielleicht maximal noch eine Woche irgendwo genommen, aber 2 Wochen haben auch nicht so viele mehr tatsächlich sich reingerieben. Ich bin übrigens, jetzt kommen wir jetzt schon wieder zu einem Park, den ich auch noch nicht war. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, ihr könnt ja counten in der App, ne? Ihr könnt ja jede Fitzelattraktion counten bei uns kostenlos. Aber ich schaff's sowieso nicht. Ich komme irgendwie zu nix und bin, also in der Teamliste bin ich bestimmt letzter. Okay, vielleicht ist Sonja noch vor mir, also vielleicht nicht ganz letzter. Vielleicht Sonja noch, wen haben wir noch im Team? Okay, Marc war auch noch nicht unbedingt in vielen, aber wenn ich jetzt Romina oder Julian, du bist ja selbst wahrscheinlich noch besser aufgestellt als ich. Aber das kann man sich ja angucken in der Ranking-Liste, wo wer steht. Auch interessant. Aber muss jeder mal selber, aber wir können gerne auch mal Videos offline aufnehmen, wo wir die Funktion nochmal schnell und direkt erklären, ohne viel Blablabla von also dem Dicken und dem Meister Proper ohne Haare. Ja, eine komplette Session zu der App machen, wo mal Fragen ansammeln, wo jeder mal fragen kann, sagen kann, okay, möchte das wissen, möchte das wissen, zeig mir mal, wie das geht und ansonsten gehen wir mal so die ganzen Funktionen durch. Sag mal, wieso hast du mir nicht gesagt, dass ich aussehe, als hätte ich weiße Haare, ich sehe von hinten aus wie Scooter. Oder? Ich sehe das nur in dem kleinen Miniaturbild hier, das sieht so weiß aus wie, also mit 15, 16 habe ich mir auch hier, ne, mit Buffalos ja, und... Schön blond, Scheiße. Kleiner Blondie. Ja, danke schön. Lass dein Haar hinunter. So, ich wollte aber mal in den Eifelpark. Warst du schon mal im Eifelpark? Nein. So, gucken wir mal in den Chat. Ich frage mal in den Chat. Wer war denn von euch schon mal im Eifelpark? Bab, 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 bab. Ist auch immer eher... Ist nicht jetzt der Park für die Mega-Achterbahn bekannt, aber auch ein schöner Park. Ich finde, was ich jetzt in dem Check gesehen habe, den ich euch jetzt zeige, und zwar war diesmal... Nicht, war das nicht schon wieder Lars? Ich glaube, wir hätten das auch heute hier Lars Wochen nennen können oder so. Ich glaube, hat er heute, das war Lars, das war, na, das war ich, aber ABC warst du, okay, aber wir haben dreimal Lars dazwischen. Was ist denn heute los hier? Wir gehen mal in den Eifelpark und danach sehen wir uns nochmal wieder. Wir wollen heute für den Micha übrigens so eine halbe Stunde oder so noch machen, weil der ist halt auch, der hört jetzt da gar nicht zu. Der hört nicht zu. Der ist alt, der ist einfach. Er ist halt alt, da müssen wir halt jetzt mit leben, ne? Wir schleppen ihn jetzt einfach so mit, ne? Ja, genau. Ich gebe es zu. Ich habe schon wieder ein Jahr hinter mir, das ist aber schon vor einem Monat gewesen. Also, aber es war ein sehr, 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 sehr turbulentes Jahr. Für dich auch, oder? Oder war das so normal? Ein Jahr wie die davor? Also ich würde sagen, war normal. Also jetzt gut, außer Jobwechsel hier mit Corona. Ja, gut. Das ist in dem Bereich des Consultings üblich. Ah, okay. Genau. Das alle 1,5 Jahre bis 2 Jahre darfst du eh was Neues machen. Von daher, genau. Das ist natürlich immer mehr Input. Ja, das stimmt. Ja, das ist schon kurios. Rechts haben wir heute übrigens keine Box, weil sonst keiner mehr da ist. Dritte Person hätte sein können, Mike. Mike ist aber noch im Urlaub. Der wird nächste Woche vielleicht dann zu uns stoßen oder Julian oder so. Er hat stoßen gesagt. Haben wir es schon wieder soweit, Micha? So, wir gehen mal in den Eifelpark. Ihr guckt euch den ziehen wir uns jetzt voll krass rein hier, ne? Voll YOLO. Übrigens, im Urlaub haben sie mich alle für Knossi genannt, weil ich war ja hier Bierkönig und so, ne? Mehr erzähle ich jetzt hier lieber nicht, sonst wird es zu lang und die mich kennen, kennen ja meine privaten Kanäle und... eine verrückte Vogel. Auf jeden Fall haben mir alle anderen, ey Knossi! Die waren alle da. Ich so, nein. Ich heul nicht wegen meiner Ex im Livestream. Das passiert mir nicht. Auch wenn er, glaube ich, eine coole Socke ist, aber ich habe da noch wenig mitgerichtet. Muss es so sagen, ich mag, bin nicht so der Casino-Typ. Kennst du Knossi? Nee. Okay, siehst du. Aber das ist auch nicht die Zielgruppe. Oh, meine Rippe, hörst du auf. Oh Mann, scheiße. Kriegst du mal ein Lachflash? Nee. Nicht mit einer Rippe. Ich habe die Rippe geprellt. Es gibt nichts Schlimmeres. Ich bin die Tage, habe ich nachts hier noch Comedy geguckt.
Was war's? Alle unter einem Dach mit Steve Urkel. Und dass sie damals schon so Sprüche rausgekloppt haben, ich musste so lachen und gleichzeitig hat er aber wehgetan ohne Ende. Das ist das Nervigste, was du haben kannst. Wenn du lachen musst, dann hast du Schmerzen dabei. Das ist nicht gut, gar nicht gut. Also, boah. Legt euch niemals aufs Maul. Punkt. Da gibt's Amen. Leck mich am Arsch, ey. So, jetzt gehen wir mal in den Eifelpark. Bis gleich, ihr schnuddeligen kleinen Knullis. Moin Moin zu einem neuen Video von uns. Wir sind heute im Eifelpark und nehmen euch mal auf einen kleinen Parkrundgang mit. Lass noch nicht reden. Jetzt sollen wir reden. Mist, ich wollte noch was sagen. Egal. Angeschaut und es ist ein wirklich schöner Park. Ist alles schön angelegt, gepflegt und oft auch naturbelassen alles. Jetzt gerade zuletzt haben wir uns die Greifvogelshow angeschaut. Die ist mega cool, weil die ganzen Vögel fliegen kreuz und quer über das Publikum. Das sollte man auf jeden Fall mitnehmen und am Ende kann man auch noch ein Foto machen mit einer, bei uns war es jetzt eine Eule, als kleines Andenken für zu Hause. Ansonsten sind wir noch mit dem Eifelcoaster gefahren. Das ist ein Wiegand Alpine Coaster und die Dinger machen einfach immer Spaß. Ich glaube, das kann man so im Allgemeinen sagen und hier im Eifelpark ist auch definitiv eine gute Ausführung mit einer vernünftigen Länge. Ansonsten sind hier im unteren Bereich jede Menge kleinere Karussells, Kinder, aber auch Rutschen verschiedene und das ist auf jeden Fall was für die ganze Familie. Und jetzt gehen wir weiter in den Wildpark und schauen uns die wilden Tiere an. Habt ihr gesehen, da war gerade Micha zu sehen. Ey, das ist ja mal der Hammer. Ey, der Micha da gerade, hast du gesehen? Darin da. Oh Mann, ey. Micha, hast du gerade gesehen? Hat dich gesehen? Ja. Doch, da warst du echt. Ja, ich sehe mich ja gerade. Ja. Du meinst jetzt aber nicht diese Ziegen da. Doch, die meinte ich eigentlich. Achso. Oh, jetzt
So, dann frage ich dich doch mal, was ist denn deine letzte Wasserattraktion, die du gefahren bist? Boah, keine Ahnung. Das ist ja so ewig her, ich weiß es nicht. In den 30er Jahren oder wann? Nein. Letztes Jahr. Also dieses Jahr war ich ja eigentlich noch nirgends. Weiß ich nicht. So, nachdem wir jetzt unten die Bereiche... Waren wir jetzt noch hier oben. Das teilt sich grundlegend in drei Bereiche auf. Einmal hier in diesem Piratenthemenbereich, wo wir hier sind, mit Wilder Maus, Freefall Tower. Das ist übrigens die Neuheit, 80 Meter Freefall Tower. Mega gutes vom Hersteller Funtime. Und also Freefall Tower gibt es auch noch für die Familie. Ein 14 Meter Family Tower von Zira. Ja. Die kennt man zum Beispiel auch aus dem Phantasialand, da unter Tikal bekannt. Die Dinger machen eh immer super Spaß. Bei dem großen Freefall Tower ist ein bisschen schade, dass man da eine transportable Version gewählt hat, die leider im unteren Bereich noch komplett nackt ist. Keine Ahnung, ob da jetzt noch was passiert, ich hoffe, weil ansonsten ist das schon echt ganz schön eingebettet hier alles. Es gibt ja auch noch die Wildwasserfahrt, die mal früher Reisen waren, zuletzt aber noch im Skyline Park stand. Und zusätzlich findet ihr noch ein Zira Jetski, ein Splashbattle, noch eine kleine Familienachterbahn, ist also auch oft unter Big Apple Wurm bekannt. Also es ist für die ganze Familie etwas dabei. Das ist das wirklich Schöne hier. Klar, Adrenalin ist eher weniger, halt der Freefall Tower. Ja, also ist toll angelegt hier. Der auch mit dem Sandstrand, wo wir gerade sitzen. Zusätzlich jetzt noch dieses Jahr, also 2020 bis Ende August, glaube ich ungefähr, am besten auf der Website vom Eiffel Park nachschauen, steht auch noch der Breakdance und der Jules Verne Tower von der Kirmes hier. Ja, die anderen beiden Bereiche, da haben wir einmal noch so einen gemixten Bereich mit Kettenflieger, eine Baustellenfahrt, die vor allem für kleine Kinder sicherlich super ist. Und dann gibt es auch noch diese Family Tower, die so zum Hochziehen sind. Ja, alles ganz nett und jede Menge Spielmöglichkeiten. Überhaupt im ganzen Park für Kinder gibt es jede Menge Spielplätze. Die werden ihre Gaudi hier haben. Zuletzt gibt es noch den Westernplatz. Da gibt es eine Pferdereitbahn und zusätzlich noch zwei Autoscooter und Trampolin. Und das ist alles total nett auch gestaltet. Klar, man darf keine thematischen Highlights hier erwarten, aber es ist schön angelegt, es ist alles verdammt sauber, ordentlich. Und wir hatten hier jetzt einen super Tag, muss man sagen. Also, man darf jetzt hier keine riesigen Sprünge erwarten, aber für die ganze Familie ist toll, mit Wild, Attraktionen, ist für jeden was dabei. Und da können wir das auf jeden Fall einen Besuch mal empfehlen. Gerade Eva ihre Achterbahn gesehen. Ich kann die auch mal fahren. Ja, die Eva würde das hinkriegen. Die Eva fährt das. Stimmt hundertprozentig. So, da sind wir wieder. Gucken die an hier, der Urlauber. Der Urlauber vom. Ja, war ja auch goldener Strand, wenn ich das hinter dir so sehe. Balneario. Irgendwie so. Was ich gerade eben noch gesehen habe im Eifelpark. Was haben wir denn noch? Also im Eifelpark fand ich das mega. Und zwar habe ich das sogar in die Teamgruppe geschrieben, weil ich das schon ein bisschen krass fand. Habt ihr so Richtung Ende den Breakdancer gesehen im Hintergrund, was der abgegangen ist? Ich dachte, das ist aber keine Parkversion. Und ist auch keine Parkversion. Ist tatsächlich eine Kirmesversion, auch von der Kirmes. Ich weiß jetzt nicht, gut, Hus ist eh klar, ne? Aber ich weiß nicht, mit wem der auf der Reise ist, mit welchem...
Schausteller, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, holla die Waldfeder, wir waren nichts gedrosselt. Müsst ihr euch nochmal sonst die Wiederholung angucken. Und Ulrich hat eben gefragt, Towerchen. Ich weiß gerade gar nicht. Es steht auf jeden Fall im Forum bei uns. Ich habe es überflogen, wie lange der Tower steht. Babab. Babab, 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 babab. Ja, keine Ahnung. Steht irgendwo bei uns im Forum, ja. Und was passiert in dem Skyline Park so? Da habe ich auch schon was gehört. Ja, da ist ja, sollte ja eigentlich morgen eine Eröffnung sein, oder? Mein morgen oder übermorgen, aber die ist jetzt zumindest verschoben worden, weil das Wetter jetzt wohl nicht so gut sein werden soll. Ja, bei euch ist anscheinend das blühende Leben, bei uns war eben schon richtig hier Alarm und Donner und ich hatte sogar Hagel. Ihr schickt den Schmarrn ja zu uns runter. Ja, das, natürlich, du hast es doch nicht anders gewollt. Ja, so. Das ist, wie es ist. Kannst du schon behalten, ja, behalte deinen Regen da. Behalte deinen Regen. Hat ja nicht. Geil. Denk mir an das Gewinnspiel für die zwei Freikarten plus VR für die Therme Eddingen, ne? Könnt ihr, wie gesagt, bis Dienstag gewinnen. Wo habe ich euch ja gezeigt? Auf der Dashboard-Seite bei unserer freizeitparkcheck.de, einfach rechte Seite. In der Seitenleiste steht schon direkt das Gewinnspiel. Und auch der Tagesbericht von Romina ist verknüpft, wo man nochmal genau sehen kann, was, wieso, ich kann doch keine Brille auf einer Wasserbahn anziehen. Ich kann es mir auch noch nicht ganz vorstellen, aus dem Grund schon, weil man wird doch orientierungslos und dadurch würde ich mir den Kopf irgendwie an der Bande einhauen, habe ich das Gefühl. Aber man stellt sich das immer anders vor, glaube ich, als es dann ist. Micha zum Beispiel, der würde darunter gleiten wie ein Pfeil, wie ein Reh. Ja, sagen wir mal ein oder angeschossenes wie Reh. Wie ist das Tier mit den großen grauen Ohren? Reh? Oh Mann, ist er wieder. Er ist total der Kluge. Er ist klug. K-L-U-K. So. K-L-U-K, ja, genau. Haben wir das auch geklärt. Sehr schön. Oh Mann, ey. Hier ist nee, also du merkst da. Also, ich meine, Platz hat genug. Du kannst den Kopf hin und her wackeln. Also, da stößt du nirgends an. Und du hast ja in dem virtuellen. Siehst du den Weg der Bahn. Also, du weißt genau, in welche Richtung es weitergeht. Ach so, okay. Aber ich kann mir also trotzdem die ist so eingezeichnet. Und jetzt in dem neuen Film ist es ja mit Schienen. Das heißt, du fährst ja auf einer Lorenbahn. Ja, ja. Aber die Kapazität ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt ein Monster, oder? Nee. Also wenn sie da nichts geändert so haben, nicht. 2 Stunden, der nächste bitte. Ja, darum machen sie es ja immer nicht die ganze Zeit, sondern es ist ja immer nur so stückleweise. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht machen sie es inzwischen dauerhaft, keine Ahnung. Aber bisher war es so, dass es halt immer jede Stunde mal war. Ich habe gar nicht gelesen, ob Romina geschrieben hat, ob man die Brille zum Beispiel unten kriegt und dann nach oben muss, damit man diesen Weg sich für die Mitarbeiter spart. Nee, beim Einsteigen. Nee. Okay, du willst, also du musst den Ring musst du mitnehmen, dann gehst du da hoch, dann musst du auswählen, welche du kriegst, dann hält der da die Brille an das Gerät, damit das anscheinend geladen wird mit dem richtigen Film. Dann guckt der mal rein und schaut, ob der Film auch tatsächlich läuft. Und wie du sagst, Wasser und Elektronik ist jetzt vielleicht nicht ganz so verträglich und es war bisher immer so, dass durchaus einige Brillen als defekt wieder aussortiert worden sind. Und ja, dann nimmt halt die nächste und setzt die auf und dann fährst da runter. Ja, und unten ist der andere Mitarbeiter, der nimmt dir das Ding ab und lässt es über eine Förderband mit Desinfektion wieder hochfahren. Ja, oder wir nehmen da einfach, ist doch Ferien gewesen, Schüler. Ja, genau. Ferienjob. Die Frau Lang hat gesagt, ja, auch, ist doch alles jugendfrei noch. Oh Gott. Also unseren Rekord schaffen wir heute nicht, ne? Also der Rekord waren 7 Stunden, glaube ich, live. Da war ich aber auch, das ist aber auch Eva schuld, weil die hat ja jedes Mal wieder angestoßen und gebrostet wie bekloppt. Und ich habe hier schon einen halben Kasten Bier weggehauen und dann hat hier Meister Eder sich auch noch verabschiedet. Das war, glaube ich, live 17 war das, glaube ich. Da, wo auch der Lachfläche entstanden ist. Du weißt nicht, wovon ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Nein, das ist für immer auf YouTube. Das ist überall drin. Das ist in den Outtakes von uns drin. Das kannst du. Und wir haben sogar hier jetzt gerade Zeugen, die das schon gesehen haben, alle. Also, aus der Borg-Nummer kommst du nie wieder raus. Ist so. Timo war schuld. Ja, das. Der ist auch nicht da heute. Ich weiß gar nicht, wo die alle. Im Moment ist alles. Keiner ist da. Genau. Aber nicht so schlimm. Wir werden das schon schaukeln. Ich habe nicht mehr wirklich viel. Ich guck nochmal in die Chat.
Gasol, der Kleine, der hat ja wieder Kartis gewonnen, ne? Oh, wir haben was vergessen. Ja, toll. Micha, wie kannst du denn unseren 6. Geburtstag vergessen, der schon sehr bald ist? Ja, du weißt, in meinem Alter vergisst man gerne Geburtstage. Ja, ist aber den eigenen. Ja, vor allem den. Also wir haben bald den 6. Geburtstag tatsächlich. Wir sind 6 Jahre alt. Also überleg dir das mal. Also ich meine, wenn man mich anguckt, dann denkt man, ja, der ist 6 Jahre alt vom Kopf. Aber wenn du hier, warte, wo muss ich ihn hinzeigen? Ich kann dieses, ich bin abgeschnitten. Geht gar nicht. Ich kann ihn nicht mal in der Nase bohren. Aber geburtstagstechnisch, weißt du, was wir machen werden? Ja, es gibt ein Rätsel, ein Gewinnspiel mit Bildern, mit Erraten, welche Attraktion das ist. Hatten wir das schon mal? Was Ähnliches hatten wir schon mal, genau. Es sieht jetzt ein bisschen anders aus. Also es geht, oder wir hatten das Gleiche schon mal in der App, wo also auch ein Bild zuerst mit einem hohen Zoom-Faktor und dann immer weit herausgezoomt dargestellt wurde. Am besten guckt ihr auch da mal ins Forum, da ist eigentlich genau beschrieben, wie es funktioniert. Ich hoffe, das ist schon freigegeben. Nein, ich glaube nicht. Bin mir jetzt noch nicht ganz sicher. Okay, dann erzähle ich vielleicht schon zu viel. Nee, zu viel nicht. Wir haben schon einen Beitrag auf Facebook auf jeden Fall schon online. Okay. Und daher weiß ich das. Ja, also jedenfalls gibt es was Schönes zu gewinnen. Und ein Package. Ja, wann haben wir denn genau Geburtstag? Wie wann? 19? Also, nein, das ist immer ein bisschen schwierig. Man kann immer davon ausgehen, was ist für dich ein Geburtstag? Der Tag der Geburt. Das Problem ist es bei uns gewesen, als wir den Server angemietet haben oder das erste Mal das Forum aufgesetzt haben oder der Erste, der registriert hat sich. Das muss man immer gucken. Aber wir haben vom Datum sind wir immer so zwischen 18, 19, 20. Okay. Das sind die Tage, wo ihr uns auch gerne auch, der Micha und ich, wir geben euch gleich per Schnick, Schnack, Schnuck noch unsere Adressen, damit ihr uns auch die ganzen Geschenke schicken könnt. Ich meine, wir sind, natürlich nehmen wir die an. Das ist okay. Oder wir machen es anders. Die schönen Geschenke mir schicken und den Micha, den könnt ihr Tapete schicken oder so. Der freut sich über alles. Oder ein Langhaar-Dackelschal oder so. Das ist. Langhaar-Dackelschal? Ja, was? Wieso? Julian hat doch einen Dackel. Der hat keinen Strom. Er hat seine Rechnung nicht bezahlt, was weiß ich. Wahrscheinlich sitzt er vor seiner Kerze und wundert sich, warum immer noch kein Strom da ist. Alle anderen haben schon längst Strom, aber bei ihm ist es abgeschaltet. So drumherum, alles selber leuchtet, nur sein Haus ist tot. Ja, ja. Hey, Julian kennen die meisten ja aus dem Team. Julian hat sich gestern bei uns so in der Teamgruppe beschwert, dass er keinen Strom mehr hat. Das war halt Gewitter und... Ja, das für ein paar Stunden. Oh Mann, ey. Ja, das hatte ich aber auch lange nicht mehr, für ein paar Stunden. Also der wohnt aber auch am Arsch der Welt da oben. Also wenn da kräht kein Hahn nach. Da fällt auch kein Sack Reis um. Um die Ecke, oder? Hammer. Julian hat keinen Strom. Also, ja, aber den Dackel kann er ja noch besser, dann braucht er keinen Strom für, dann kann er den doch häkeln. Vielleicht war der Dackel bei ihm über dem Gesicht gelegen. Und ihr seid doch alle bescheuert. Mich hat die Tage noch einer gefragt, was mit Let's Play ist. Im Moment nichts, mein iMac hat sich heute verabschiedet oder nicht. Es ist halt mega heiß hier heute Mittag gewesen. Ich werde mal die Riegel alle raus reinmachen, ein bisschen entstauben. Aber normal ist das Latte. Der wird auch noch arbeiten, wenn hier wahrscheinlich die Hütte brennt. Also ich muss mal gucken. Ist doof gelaufen tatsächlich. Ich gehe jetzt nach rechts rüber und ich kann nicht so lesen, da ist so klein die Schrift. Haben wir ein Facebook-Gewinnspiel, das noch aufgelöst werden muss? Du weißt, ich habe kein Facebook mehr. Facebook? Wieso? Was ist denn da noch nicht aufgelöst? Hä? Weiß ich nicht. Stefan fragt. Ja, Stefan, dann bin ich mal gespannt, was noch nicht aufgelöst ist. Ich war jetzt auch 6 Wochen nicht da. Warte, ich muss auch hier auf was vergessen zu machen. So. Du darfst dich aber nicht bewegen, Micha. Immer schön so bleiben. So ist gut. Ja, so ist gut. So kannst du bleiben. was haben wir denn noch offen gehabt? Wir hatten das Battle läuft noch, unser unser Themengebiete Battle, also Themengebiete von Parks gegeneinander, wie Klugheim gegen ja im Europapark, weiß ich, Schweiz, Wurscht. Und dann ne, Gewinner und da sind wir, glaube ich, mittlerweile beim Viertelfinale. Da kann man noch gucken. Aber ich warte, dass Steff.
Vom 31. Mai? Vom 31. Mai? Weiß ich nicht. Okay. Sind immer alle raus. Aber vielleicht hat einer die Namen vergessen, drunter zu schreiben, weil die meisten ist bei dem Gewinnspiel ja auch immer, dass du dich registriert haben musst und den Usernamen uns bekannt geben musst. Und daher schreiben wir die Leute und die Gewinner immer per Konversation an bei uns im Forum. Weil Bedingung ist ja meistens bei den Gewinnspielen, wenn es das jetzt das war, dass man natürlich auch registriert ist. Logischerweise. Aber wir können gerne mal gucken, was am 31. noch war. Normal werden die ja drunter geschrieben, dann die Namen, aber Facebook verlinken wir auch meistens schon. Die meisten Gewinnspiele, wie jetzt auch das Gewinnspiel gerade läuft im Forum. Mensch, Mensch, Steffen, was ist denn los mit dir? Was ist denn da los mit ihm? Ich kann es ja nochmal kurz, aber nur weil du es bist, ne? Weil ich gar nicht. So, ich bin ja lieb. Da. Zup. Achso, das ist auch Blödsinn. Ja, so. Dahin. Jetzt wirst du wieder läppisch. Läppisch? Mhm. Ja, aber sind wir schon bei den 20. Auf der Seite freizeitparkcheck.de und dann seht ihr auf der rechten Seite direkt das Gewinnspiel. Ja, da haben wir eben erst gestartet. Wenn ich auf Teilnehmer gehe, seht ihr jetzt schon die ganzen Teilnehmer und da musstest du einen Usernamen natürlich haben. Und dann seid ihr schon beim Gewinnspiel dabei für die 2 Tageskarten mit allem drum und dran. Das hier, komplett die, oh mein Gott, was wir hier wieder mit der Schaufel rausschaufeln, Micha. Dabei haben wir aber gar kein Weihnachten. So. Ja, Micha muss zwar nicht früh ins Bett, aber der will ja auch noch was Fernsehen gucken. Ich meine, was kommt um die Zeit? Lindenstraße für Ältere oder? Keine Ahnung. Wie heißt das? Rosen der Liebe oder so? Es gibt so, meine Oma hat das. Die muss immer zwischen 15 und 16 Uhr muss die immer raus. Egal wo die, ob die im Pool ist. Da muss sie sehen. Sturm der Liebe oder ich habe keine Ahnung. Okay. Das ist noch. Naja, ich habe keine Ahnung. Es ist. Also ich weiß es auch nicht, was jetzt momentan kommt. Rentnergerecht, aber da sind wir ja beide noch nicht, ne? Ja, aber kurz davor. Nee, warte mal ab. Das glaube ich nicht. 131. Jahre, ja, das glaube ich. Bei dem Start glaube ich das. So lange musst du nur arbeiten, ja. Genau. Haben wir nicht. So. Kann man noch was? Lindenstraße tatsächlich abgesetzt, ja. Ich muss immer darüber, ey, das geht mir so auf nicht, was ihr denkt. Auf den Sack geht mir das, dass der iMac nicht klappt. Aber ich kann es ja nicht ändern. Ich muss da gleich mal reingucken. Wir haben denn unsere Zuhörer noch irgendwelche Fragen? Wollen die noch irgendwas wissen? Ja, frag doch mal was. Ich antworte aber nicht. Micha antwortet immer. Der ist ein ganz netter Junge. Der ist, aber auch im Chat oder so. Wir sind ja überall vertreten. Ich habe die Klima anlaufen, hier ist. Mach das Fenster auf, dann kommen die Mücken rein. 12 Millionen, ja, nee, lieber nicht. 12 Millionen Grad. Aber mit der Klima geht's. Das ist halt nur mal hier in der Ecke, die Technik, die Wärme staut sich hier immer so. Nächstes Mal live wäre, wir haben jetzt Mittwoch immer mal geguckt, weil, aber, ne, mir ist freitags lieber, aber ich weiß nicht, der Micha, der weiß ja nie, wann er kann, der ist ja so viel gefragt, der ist ja eigentlich. Freitags bin ich halt öfters nicht da. Ja, aber dann bin ich manchmal alleine da und dann habe ich Angst, ne, dass die mir alle immer nicht lieb sind. Bei dir sind die lieb, weil du einfach alt bist, da hätte ich auch Respekt. Ne? Ist ja. Ah. Und was mit Fantreffen mit dir eigentlich? Turnierst du oder fährst du mit? Das ist ja eine kleine, man hat ja Zeit zum Planen auf jeden Fall. Ja, also bis jetzt ist geplant, dass ich mitkomme. Ich habe doch gebucht. Ja, aber es gibt jetzt, wir haben auch noch keine, doch eine Turnierung haben wir, aber weil sie nächstes Jahr tatsächlich auch schon alles umplanen musste und hat zu der Zeit eine Efteling-Tour. Deswegen, natürlich kann man turnieren, ist ja eh klar, dann gibt es Geld dementsprechend auf den Weg zurück, wie man auch eingezahlt hat. Wenn natürlich jemand jetzt seine Bankdaten sich geändert haben in den 2 Monaten, dann nein, dann muss man das einfach nur nochmal uns sagen. Man kann sogar die eigene stornieren. Das ist das Einfachste für uns, wenn ihr im Shop einfach das storniert und in den Betreff einfach dann schreibt, Storno wegen Ausfall und die Bankdaten, wo es hin soll und dann geht das genauso. Also auf allen Wegen funktioniert das. Aber die meisten, wie gesagt, sind noch dabei und der Bus wird auf jeden Fall voll. Und ja, dann, aber anscheinend will jetzt keiner mehr was wissen von uns. Nö, aber der ganze Bus muss dann pipi. Ja, die hören mir zu. Die denken die ganze Zeit, oh, lass ihn mal labern. Auf Netflix ist auch gerade nichts. Netflix und Chillen habe ich nicht. ProSieben Werbung. Gucken wir uns den. So dick ist er gar nicht mehr. Hat noch keiner im Chat geschrien übrigens. Was ist denn los mit euch? Ich habe 6 Kilo verloren in
wo ich war, 6 Wochen. 6 Kilo. Sieht man das mir nicht an, Michael? Ich dachte, von dir kommt nochmal, ey, Schatzi, wie war dein Tag oder so? Nix, gar nix. Wow, super. Das war alles? Tja. Bei ihm will ich aber auch keinen runden Geburtstag feiern. Ja, aber man sieht ja so wenig von dir. Nur von hinten die blonden Haare und von vorne den Kopf. Ja, wie soll ich denn, deinen Bauch sehen, wenn du dünner geworden bist? Ich habe schon geguckt, 7 Zentimeter weniger am Ach so. Okay. Also nein. Nein. Wenn ich das Maßband. Oh, Junge. Das war aber, der wäre eigentlich, der ist normal ist der, müsste ich den bringen, was ist denn da los? Nein, da ist alles noch. Deine Vorlage. Maschinenraumtechnisch ist alles noch beim Alten, aber Bauchumfang tatsächlich 7 Zentimeter und es hat noch keiner gratuliert oder mir Blümchen geschickt oder so. Ja, das ist doch, die 7 Zentimeter sind es nicht die, wenn du um die Welt eine Schnur legst. Ja, ja. Und die genau. Um 1 Meter verlängerst, dann kannst du überall um 7 Zentimeter abheben. Wäre also cool. Also das ist schon ein tolles Maß für dich. Für mich. Kriegst du gleich von mir. Ne, so, ist da noch eine Frage da? Nein. Ja, das wäre geil. Das ist natürlich eine super Idee. Du weißt ja schon, in welchem Park du fährst. Du hast ja 2 Freikarten gewonnen, Gasol. Die Idee finde ich gut eigentlich, dass man, okay, dass wir feiern einfach, genau, am 29.08. in den Park fahren. Eva würde das auch hinkriegen. Muss. Nee. Eva, kannst du mal schreiben? 2.9. hast du, glaube ich, Urlaub, ne? Oder was war das? Wir wollen noch auf jeden Fall einmal dieses Jahr 2 Parks mitnehmen. Ja, 29.08. müsste doch jeder frei haben, weil da ja eigentlich unser Treffen war. Ja, aber Eva hatte nicht gebucht. Eva hat jetzt gebucht, weil sie für nächstes Jahr den Termin neu gekriegt hat. Sonst wäre sie zum Beispiel nicht mitgefahren. Aber ich meinte das eher, dass wir ja an dem Tag, jetzt haben wir ja Zeit. Also ich werde dann mal gucken. Vielleicht bin ich in irgendeinem Park und feiere dann. Tue ich einfach so, es wäre es wohl drum. Dann fahre ich in den Hansapark und fahre eine Runde Highlander. Highlander? Highlander. Gute das heißt, Idee? Wir treffen uns überall auf den Freefall Towers oben und machen alle gleichzeitig eine G-Kraftmessung. Ja, genau. Und zusammengezählt die G-Kraft waren wir dann zusammen dann halt ausgesetzt. Das ist natürlich eine Idee. Aber die Idee ist echt nicht schlecht. Ich werde mal gucken. Ja, ich habe im Vorwort noch gar nicht gelesen, weil ich hier froh war, dass die Kiste überhaupt hier läuft. Die glüht ja jetzt schon. Ich könnte mal Eis drunter legen. Alles gut. Wir sind damit auch fertig. Wir sind dann gleich nochmal hier. Also muss ich ja noch dann rübergehen. Der Micha ist die ganze Woche arbeiten und möchte dann immer freitags oder mittwochs mit mir live gehen. Hat er mir versprochen auch. Ja, hat er mir versprochen. Uli hat eine Frage. Uli. Ja, da habe ich auch schon vieles Verschiedenes gehört. Also bei Klugheim zum Beispiel kann ich mir nie vorstellen, dass es da mal nicht voll ist, weil die Wege alle so eng sind, Ulrich. Also das ist, glaube ich, also wenn ich um den See nur laufe, dann habe ich wahrscheinlich am wenigsten Kontakt zu anderen Gästen. Aber wenn ich mich in Klugheim oder in Chiapas, Chiapas geht. Gibt es auch enge Durchgänge, wenn die zu Colorado zum Beispiel hin aufhaben oder so. Black Mamba, dasselbe. Es ist halt kein weitläufiger Park. Und ich war selber nicht da jetzt in der Zeit. Ich höre aber von vielen, dass das auch durchgegriffen wird, wenn da einer mal wieder gegen Mundschutz und so ist und so. Das Problem ist, was Micha eben angesprochen hat, da bin ich gar nicht weitergekommen. Man muss das ja auch anders sehen. Und zwar ist es ja die Warteschlangen und so sind ja auch dann meistens nicht so voll, wenn du Abstand halten musst. Das heißt, du hast auf den Straßen mehr Gäste logischerweise. Dass wir dann nicht merken, oh, das sind gar nicht 30% weniger, ist dann auch klar. Weil wenn alle Warteschlangen voll wären, alle Attraktionen geöffnet haben, gleichzeitig von mir ist noch eine Show wäre, die ja auch nur abgespeckt losgeht, von Europa-Park, die Shows, die schlucken ja schon einige tausende Gäste. Dann ist es spürbar voller. Moviepark beschweren sich alle, angeblich wäre es so mega voll. Unter demselben postet einer, ich war gerade da mit dem leeren Bild. Manchmal weiß man auch nicht, wem man glauben soll. Also da muss sich jeder so seine Erfahrung machen. Ja gut, ist klar, natürlich. Die Leute verteilen sich natürlich nicht mehr so oder grubbeln sich nicht mehr so zusammen. Und von daher, wenn du das alles ein bisschen weiter auseinander nimmst, dann sieht es alles voller aus, ja. Ich habe gehört, dass zum Beispiel Freizeitland Geiselwind. Da fällt mir ja
haben wir schon, ja, da fällt mir ein Ei aus der Tasche. Also das ist ja mal, da hatten die Tage irgendwie 2 Stunden Wartezeit am Eingang. Okay. Moment, also überhaupt erstmal reinzukommen. Die haben auch, ich weiß gar nicht, die haben halt natürlich auch nur, ich kenne nur, die haben den zweiten Eingang haben sie ja wieder reaktiviert, meine ich, vor 2, 3 Jahren aber schon. Der war ja mal vom alten Besitzer zu. Aber dann lass die mal, weiß ich nicht, 4, 5 Kassen haben. Und die haben einen großen Parkplatz. Also ich glaube, wenn da mal wirklich jetzt in den Ferien da holla die Waldfee, freut mich für den Park auch, der Herr Mölter, ne? Also Vollgas, der braucht das Geld. Die haben alle, auch die haben natürlich zu kämpfen durch 2 Monate kein Geld. Die wissen in ungefähr, was sie eingenommen hätten. Dann freut es mich natürlich schon, dass so proppe Parkplätze dann es gibt. Wenn du dann natürlich auf Facebook dann lesen musst, ist leider ausgebucht für heute und du hättest mehr, ne, einnehmen können. Das ist halt natürlich auch wieder ärgerlich, aber wie die auch auf ihre Max-Zahlen kommen und wie sicher die Zahlen sind, weiß ich nicht, kann ich gar nicht einschätzen. Im Europapark zum Beispiel, da kannst du das ja über das Kassensystem, da könntest du selber nicht mal Zerka zählen, als hättest du in einem kleinen Park hast. An den Wartezeiten kann man es ja auch oft sehen, ne? Lieber Herr Mecha. Ja, ja. Sage euch, als ich noch jung war. Da ist der Micha mit mir noch mit dem Streitwagen durch die Gegend gefahren. Schön. Schöner Abschluss. Apropos Streitwagen. Musst du morgen mit deinem Streitwagen dann wieder zur Arbeit huschen, hä? Nein, ich mach Homeoffice. Ach, wir machen Homeoffice. Ja, da können wir noch bis um 12 machen, dann ist ja super. Für die am Anfang die Reportagen und so nicht mitgekriegt haben, das ist ja auch kein Akt, die Livestreams sind ja alle von 1 bis 19 alle online, außer einer, den bin ich noch am Bearbeiten, weil da war zwischendurch von einem Kollegen, das war glaube ich German Coaster, der Basti, der Sack, der hat dazwischen irgendwo 10 Sekunden wieder was mit GEMA und schon mal wieder gesperrt mit dem Video. Da muss ich noch da die Musik neu einblenden. Deswegen haben wir auch immer eigene. Ja? So ist das. So, ich bin hier gerade schon am Fertigmachen, dass wir raus können. Das sieht gut aus. Das auch. Wir bleiben wie immer noch ein bisschen im Chat. Twitch muss ich gleich auch noch nachgucken. Heute waren wir auch sehr moderationsarm. Danke an Eva, die ein bisschen aufgepasst hat, dass der Gasol nicht so viel säuft, wie eine Ziege. Ja. Ach, Lila Schnitzelchen ist auch noch da. Ja, das ist auch klar, ne? Nicht, dass der gleich aussieht wie ein Kilo Knete. Micha, willst du noch was loswerden? Es sind immer noch 4 Leute im Holiday Park. Haben die heute lange Nacht oder was? Bis 22.30 Uhr. Wann haben sie eingeschickt? Weiß ich nicht. Ich gucke. Ich gucke. Da, so geht's ja nicht. Da müssen wir mal überprüfen, ob die überhaupt so lange da sein dürfen. So was aber auch. Benutzer im Park. So, ja, das ist vor 9 Stunden das letzte Mal. Naja gut, kann natürlich sein, wenn es lange Nacht ist, bis 22.30 Uhr. Ja. Ich weiß zwar nicht, ob das noch tatsächlich der Fall ist, aber ja. Du bist so geil. Die App kann uns auch sagen, wann bis wann was auf ist. Und da steht 10 Uhr bis 22.30 Uhr. Ja, sag ich doch. Dann ist das aber auch schön. Also im Dunkeln ist das da auch immer ganz schön gewesen. Also GeForce im Dunkeln fahren, auch wenn ich da immer noch der Meinung bin, dass die damals mal butterweich war und mittlerweile ganz schön rappelt. Immer noch schnell, aber es rappelt. Also irgendwo ist da mal, ich glaube, Stahlachterbahnen kann man gar nicht retracken, oder? So in sagen wir mal, Altmaterial nochmal aufbereiten. Für sie nicht. Schwierig, weil wenn du Material wegnimmst, musst du auch was, dann kleinere Reifen nehmen? Ja, ich weiß ja nicht, woran es liegt, dass es rappelt. Wenn es jetzt wirklich nur die Räder sind, die sich abnutzen, dann die Stöße es ja, wenn du neue Räder nimmst. Die Stöße bei jedem Übergang. Viele hypen die Bahn, ich finde die auch noch gut, ja, aber ja, die ist ja auch jetzt nicht mehr von gestern. 98 oder so eröffnet, ne? Ja, warte, ich kenne da ja eine App. Ja, ich kenne da eine App. So, sage ich auch doch einfach. Gehe ich hier nämlich einfach drauf. Ich war schon wieder ganz raus. Oh, so. Attraktionen. Und ist gebaut worden. Ah, oh, da habe ich aber vertan. 2001.
Naja, gut, 2 Jahre nur daneben. Aber ich war irgendwie mir sicher, dass es bei irgendeiner Bahn, das vergesse ich nämlich immer wieder, die ist 98 aufgemacht, da bin ich aus der Schule raus. Aber ich weiß jetzt nicht, ich dachte, das wäre die Force gewesen. Aber 2001 ist ja auch schon ein paar Meter, paar Meter alt. Ja. 19 Jahre. Aber habe ich auch nur Beschwerden gehört, die Tage, leider. Letzten 2 Reihen komplett gesperrt, nur mit einem Zugbetrieb. Eine Abwicklung von einem Zug irgendwie so um die 7 Minuten. Okay. Das macht keinen Spaß bei dem Wetter. Hm. Naja, können wir nichts machen. So, guck ich nochmal Chat. Ja, GeForce ist eine alte Dame, ist gut, aber ist ja auch schon mal ein Zug rausgesprungen, ne? Vor Jahren. Bei der Fahrt. Naja. Okay, bei der Fahrt? Ja, ja, gab schon lustige Sachen, aber das ist auch schon ein paar Jahre her. Das ist natürlich nicht so schön. Was sagst du zum Phantasialand? Da tut sich ja momentan nicht viel, oder? Ja, ich höre aber, dass jetzt zum Beispiel die Hollywood-Tour ist jetzt, glaube ich, schon seit wie vielen Wochen down, weil Wasserschaden. Ganz ehrlich, wie groß ist denn ein Wasserschaden? Ganze Wanne aufgerissen, weil der Hai durch die Gegend geflogen ist, oder was? Ja. Ich weiß es nicht. Und mit ihrem Fly, da tut sich auch irgendwie nichts halt. Also, meine Spekulation, um die da mal kurz, ich müsste eigentlich mir so eine Maske anziehen. So meine Spekulation, Alter, damit ich mal hier, weißt du, klarkomme. Ich war ja normalerweise dafür, dass als erstes jetzt die Geisterrikscha rauskommt, weil da ist noch Platz und die zweite Halle von der Silbermine ist ja noch leer. Ja, unterkellert wäre das nochmal mega groß. Das ist ja, die Halle ist ja nicht klein gewesen, die Hälfte von der Silbermine. Das Problem ist aber, was ich da jetzt mit habe, leider seit ein paar Tagen, ist, dass das Piratenschiff in der Mitte von der Geisterrikscha wurde komplett aufgepäppelt, komplett neues Licht bekommen, alles auf LED umgebaut, ein bisschen mit UV gearbeitet und so. Und das ist kein 2-Euro-Umbau. Ja, ich stecke da jetzt nicht als Beispiel 50.000 Euro in das Piratenschiff rein. Wenn sie die jetzt ja zunichte machen würden. Also bin ich jetzt natürlich jetzt wieder rübergewandert zur Hollywood-Tour. Da ist die Frage natürlich, was mit Fantissima wäre, aber das ist mal dahingestellt. Wir haben ja dazu auch ein Thema, was, boah, Bombe geklickt, 500.000 Klicks oder so. Also spekuliert gerne mit, ich finde das immer ganz interessant. In der Regel haben wir am Schluss sogar noch recht gehabt. Ja, wir haben mal geguckt, wir haben ja auch Chiapas zum Beispiel, den Bau von Anfang bis Ende, Klugheim, wo am Anfang alle gelacht haben über uns, wo wir gesagt haben, da kommt noch ein zweiter Coaster hin. Ja, ja, bla, bla und so. Aber es haben einige User bei uns dann doch richtig gelegen, tatsächlich. Also das ist ganz interessant, wenn man so Themen mal durchblättert und nochmal liest und wie das Ganze dann entstanden ist. Genauso bei Fly, da waren wir auch mit einer der Ersten, die gesagt haben, das ist ein Flying Coaster. Ja. Und das nicht nur, weil Julian direkt bei Intermin um die Ecke wohnt und ab und zu mal da vorbeigefahren ist. Und da war nämlich ein Testaufbau auch. Und das hat so gut gepasst. Und überleg mal, wann das war. Das ist jetzt 4, 3 Jahre her. So lange ist da schon wieder Bau. Wie lange geht's Atlantis down? 3? Naja, gut, es wurde auch noch nicht eröffnet bis jetzt, ne? Langsam sehe ich da gar nicht mehr. Ja, in der Saison nimmer. Glaubst du nicht? Nee, wird ja auch keine Werbung gemacht. Richtig. Das heißt, die haben, wenn die eröffnen, einen 3 Jahre alten Coaster da stehen. Ja. Das ist natürlich auch hart. Ach ja. Aber so viel zum Thema. Ja gut, es sagen ja manche, die wollen es halt einfach nur, damit mehr Leute kommen können. Wenn sie da Werbung machen, dann würde alles voll werden. Gut, man könnte natürlich auch so ein Soft-Opening machen, wie es in vielen anderen Bahnen gemacht wird. Oh, 4 Jahre. Seit 2016. Okay. Boah. Eieiei, und überleg mal, es hat noch kein anderer gekauft bis jetzt. Das heißt, die warten wahrscheinlich auch erstmal, warten ab, ob das Ding ne, fluppt. Mhm. Es wurde sonst, habe ich noch nirgendwo gehört, dass nochmal ein Coaster dieses Types bei Intermin bestellt wurde bis jetzt. In der Form. Ich kann es mir auch noch. Es ist sehr, wird sehr eng auf jeden Fall am Hotel vorbeigeflogen. Es gibt ja schon einige virtuelle und Test, bla bla. Ja, was man da schon sieht, also es ist schon mit Sicherheit interessant. Aber es wird. Was sagst du jetzt denn zur Wintersaison? Was sagst du zur Wintersaison? Du meinst jetzt, dass keine Schließzeit zwischen
Doch, nee, das vielleicht Fly, also vielleicht kann man das ja zu Weihnachten eröffnen. Ach so. Richtig schön geil dekoriert. Und ich glaube eben auch das Hotel und so. Ich weiß nicht, wie im Winter die Hotels ausgelastet sind, aber ich meine, das war nicht schlecht. Und wenn sie dann auch natürlich noch das Hotel daneben, dazu nehmen könnten. Platz ist jetzt wieder die andere Frage, weil, naja, da man die Tickets sowieso schon im Vorverkauf hat, weiß man auch, wie die Zahlen natürlich sind und was man noch an normalen Online-Tickets dann raushauen kann. Also bei da jetzt Hotel, aber mehrere Parks aufhaben, ich gehe nicht von aus, dass das jetzt konkurrenzlos bleibt. Ja, also bei dem Hotel ist halt sehr interessant, dass es ja eigentlich nur zwei Bettzimmer sind. Ja, gut, ja. Aber dann muss halt Sonja auf dem Boden schlafen, wenn das Team halt, das Leitungsteam in einem Zimmer schlafen muss. Sonja auf dem Boden. Romina, die schicken wir ein bisschen Videos machen in der Nacht, dann das geht schon. Ja gut, einer muss ja am Balkon stehen und filmen, wenn die Flies vorbeifliegen. Das ist also eine richtig gute Frage. Das heißt, es gibt keine Familienzimmer? Zimmer? Also ist mir nicht bekannt. Das, so wie es aussieht von den Zeichnungen und sonstiges, sind es ja halt wirklich, es ist ja nicht mal ein Doppelbett, sondern es ist ja eher so ein Stockbett so übereinander. Also es ist schon ein ganz anderes Erlebnis. Ja, nein, der Testo, naja, nein, wir reden gerade, ja, ach, lang nicht gelesen, habt alle recht, also, aber auch wir, also das, wir, der Testaufbau, den ich jetzt meinte in, sag schon, beim Julian ist ja Intermin. Genau, da Mike hatte das irgendwo gesehen. Wekoma, ja, das ist mir schon klar, aber kann sein, dass ich mich da eben auch versprochen habe, von daher, ach, das ist ja so lang her, guck mal, 2016, Heidi Witzka. Fakt ist, das Ding fährt noch nicht und muss jetzt mal Gas geben, meine Freunde. Sonst ist das Ding alt und kannst du direkt wieder und weiter. Dann kannst du wieder Atlantis hinbauen in der Zeit. Dann ist das wieder in. Ich finde es schade. Ich habe damals als ganz kleines Kind sogar immer Phantasialand und Europapark verwechselt, weil beide so eine Kugel hatten. War so, aber ganz klein, da war ich hier. So. Mega klein war ich da. So klein wie Mischa. So ein ganz kleiner. So ein ganz kleiner. Tja, ich wollte dich ja bei dem Alpine Coaster kaputt machen am Fantreffen. Nö, muss noch ein Jahr warten. Ja, nicht genau, das ist es gar nicht mehr. 10 Monate. Ja. Aber Bus hat auch schon bestätigt, das bleibt alles gleich. Der Park, ja gut, das wird. Also im Moment ist so viel Nachrichten, ja. Die Tage hieß es auch, dass, also erstens, dass Corona sich entweder so abschwächt, dass es nur noch ein Schnupfen ist, weil das Virus selber den Wirt nicht töten möchte, in der Regel, dass es sich da schon mutierende Viren auch schon bewiesen haben und so in manchen Universitäten. Oder es wird schlimmer, was aber auch wieder besser ist, weil man direkt separieren kann und man fühlt sich wohl direkt mies, dass man direkt ins Krankenhaus geht und nicht erst nach 2 Wochen, wo man schon 20 angesteckt hat. Dann habe ich aber von den Russen gehört die Tage, dass die einen Impfstoff wohl haben, der gerade sogar getestet wird. Also es ist wieder so viel, das heißt, ich habe ja mal so geschätzt, wenn die im Dezember einen Impfstoff hätten, dass wir so im Mitte April dann wieder okay wären. Aus dem Grund, es kriegen ja erst die Krankenhäuser nur, die Älteren, ne? Bis der restliche Pöbel wir dann einen Impfstoff kriegen, ist ja, das ist ja nicht von jetzt auf gleich. Das, ne, kann man sich direkt mal, weil viele jetzt schon wieder auch Urlaub buchen, Januar, Februar und so. Ich sage, oh Leute, wäre es schön, wenn jetzt der Impfstoff morgen rauskäme und wir könnten, glaube ich aber nicht dran. Es sind ja jetzt noch Leute, die sich wundern, dass sie ihre Reise stornieren müssen. Ja. Ne? Kann man nichts machen. Man hört zu viel, deswegen kann ich da auch nichts mehr zu sagen, oder? Du hörst auch, man hört halt. Und man hört auch vieles, was man, wie gesagt, wenn man dann plötzlich dort ist und das sieht und dann doch wieder nicht stimmt. Also ist schwierig. Ja, sehe ich genauso. Ulrich. Ja, wir sind jetzt auch fertig, Ulrich. Wir sind jetzt auch durch. Wir gucken, ob wir am. Was? Diesen Freitag haben wir. Wir ein Programm hätten wir zum Tod schmeißen, aber. Wo bist du Freitag? Freitag ging. Wie er das sagt, Freitag ging. Vielleicht ist mein iMac dann auch wieder ganz, da kann ich auch ein bisschen mehr dir mit Jingles auf den Sack gehen. Bist eingefroren gerade, kann das sein? Nee, jetzt ist er wieder da. Du bist wie ein Gecko, ne? Du bist wie ein Gecko. Wenn du dich nicht bewegst, bist du den ganzen Tag in einer Position, wie eine Wachsfigur. Ja, genau.
Das sah ja aus wie Helge Schneider, aber das schneide ich genauso raus. Warte mal ab, das ist auch schön. Das wird mein neuer Videoklingelton. Ach, wir sind wieder da. Ah, schön. Also lasst euch überraschen, es wird wieder einiges zu gewinnen geben die nächste Zeit. Und dann ist schon Weihnachten und dann ist schon wieder nächstes Jahr und dann ist Fantreffen. Ach, jetzt hör auf, Weihnachten, jetzt muss es erstmal ein bisschen kühler werden. Wieso, ja, hallo, was soll denn der Scheiß? Es gibt doch schon, nee, gibt's noch nicht. Also es würde mich nicht wundern, wenn es schon in Kühlhäusern schon die ersten Schokoladen-Weihnachtsmänner gäbe. Das wäre jetzt was. Schick mir doch mal einen. Den aber verlosen wieso? Wir demnächst. Aldi Lidl und so sind ja sowieso, ja, Aldi Lidl und so sind doch sowieso immer, ist doch mit Klima klimatisiert. Da könntest du das doch kaufen. Sobald du vor der Tür bist, weg. Ist geschmolzen. Mhm. Aber der Stream ist heute gut gelaufen, ne? Wir hatten nicht einen Absturz. Ja, Wahnsinn. Ja, aber warum? Weil du den richtigen PC hast jetzt. Nee, das würde ich. Nee, das ist ja von. Das ist sogar ein kleinerer Prozessor. Hier ist so ein i5 drin. Der andere Dolle, aber das ist ja der RAM. Das kriege ich schon raus. Aber ich habe auch das Gefühl, die Videos, die wir jetzt gezeigt haben heute, sind vom Format perfekter. Weil normal habe ich über ein Tool, was ich gekauft habe, den Link eingegeben und konnte dann auch entscheiden, in welcher Qualität der mir die konvertieren soll. Da haben wir ja auch andauernd Abstürze gehabt. Mhm. Jetzt habe ich die Original direkt von YouTube runtergeladen über unser Admin-Tool, wo wir die Videos verwalten. Und die hat heute alle einwandfrei gespielt und ich bin ganz schön stolz auf mich auch. So. Oh, ich kann ja, kann ich überhaupt noch aufs Jingleboard wechseln? Ich hätte mir nochmal selber auch so einen Applaus gegeben wollen, ja. Ja, ich weiß gar nicht, warte mal. Ja. Ach, Heidi, Witzke, wo ist denn der Dings hier? Oh. Oh, hat einen Arsch gehauen gekriegt. Ach, es gibt zu viel Zeug. Also, ich habe ja nicht mal die Dings angehabt, die Peitsche. Ich habe ja noch diese komische Peitschen-App, aber. Und Mischa geht noch, komm. Ja, ey, jetzt ging auch das hin und her wechseln. Boah, sind wir am Ende nochmal. Wir sind voll die Professionellen. Ja, aber ich denke mal, wir sind jetzt soweit durch, oder? Haben wir noch irgendein Thema? Nö, wir sind durch. Verabschieden wir uns noch vor allem. Ulrich hat auch schon eben auf Wiedersehen gesagt. Ich bin noch was im Chat, der Micha geht ins Bett. Macht's gut, viel Spaß, schönen Abend noch. Und bleibt brav. Jo, und man hört sich. Und denkt dran, man liest sich. Und wenn ihr nicht, ja, genau, wenn ihr nicht brav wart, gehen wir am Freitag alle zu Micha und dann hauen wir Micha den Arsch. Ah, oh, ihr findet mich eh nicht. Aha, wart mal ab, ich weiß die Adresse. Ich weiß, du hast ja die Eintrittskarten gebucht. Tschö. Servus.